Assalamu alaikum, Freunde, was geht ab? Einfach, wir sind live. Oh, ready, Digga, was geht, Junge? Alles gut, Bruder, was geht bei dir? Ah, Digga, meine Augen. Hä? Aisha? Kennt man sich? Hallo. Patrick? So, einen kleinen Momento. So. So. Ich war schon auf dem Weg. Was geht ab, Alter? Ey, hört ihr die Hintergrundmusik? Bisschen auf traurige Beats angelehnt hier. Wartet. Ich muss kurz einmal auf den Stream mein Handy öffnen. Boah, meine Augen. Verdammt. Oh, was geht denn? Du checkst nicht, weil du die Audios nicht abgehört hast, auf abgehoben. Was laberst du? Natürlich habe ich deine Audios gehört. Du Idiot. Ich habe die seit 2 Minuten geschrieben. Okay, Freunde, lass mal direkt ein Like da. Lass mal direkt ein Like da. Ich würde sagen, was machen wir denn jetzt hier im Live? So, ich habe mir gerade einen neuen Tabak geholt, Chat. So, den packen wir jetzt aus. So. Also erster Geruchstest. Riecht sehr lecker. Falls ihr euch fragt, was wir gerade hier haben, das ist Lemon Fresh. Freunde, übrigens, wenn andere Leute im Chat drin sind, schreibt gerne rein. Ey, sollen wir so lassen, Cam, oder soll ich groß machen? Was meint ihr? Wie bockt sich mehr? Sollen wir so wie jetzt lassen? Sagt ihr, das ist okay? Oder soll ich groß machen, Cam? Pink Lemonade. Ja klar, aber Pink Lemonade gibt es leider nicht mehr, Aisha. Den Tabak haben sie rausgenommen. Darf man nicht mehr verkaufen wegen Menthol und so. Da kam so ein Gesetz, weißt du? Man darf keine Tabak mehr mit Menthol verkaufen. Für Kopf machen groß, komm. Komm, wir machen groß. Boah, ich habe gerade Kontaktlinsen drin. Ich habe gerade Kontaktlinsen drin, aber irgendwie. Das stört mich gerade. Ich spüre die gerade richtig, die Kontaktlinsen. Ich weiß auch nicht warum. Das stört mich gerade. Ich habe einen neuen Kopf übrigens. Schaut euch diesen sexy Kopf an, bitte. Schaut es euch an. Zu überlichtet. Schaut es euch an, wie geisteskrank der aussieht, ne? So. Genau, ich packe schon mal die Kohle drauf. Wartet, kleinen Augenblick. So. Oh, verdammt, meine Augen. Die Kohle ist auch drauf. 6 Leute sind drin. Wer ist denn alles hier da oder was oder wie? Chat. Warte. Ihr müsst ja auch was sehen. Ey, bitte, nein, nein, nein. Das Licht, das Licht. Bitte. Nein, nein, oh mein Gott. Bitte.
das Licht. Bitte. Bitte nicht umkippen, bitte nicht umkippen. Nein, du kleine... Jalen, was geht? Ey, bitte, ich krieg hier wieder die Krise. Okay. Ja, moin, Jalen kommt rein, die denkt, oh, was geht hier ab? Ich sehe nur noch so ein Bild hier. Warte, Jalen, ich baue mir kurz einen Kopf, okay? Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Sieht man noch alles? Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, dass die Cam gerade so ist. Ich hoffe, das stört dich nicht. Jalen, freut mich, dich wieder im Stream zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Das macht mich gerade schon glücklich, wenn ich ehrlich bin. Ready, dich auch. Aisha, dich auch. Aber dich habe ich schon vorgestern gesehen, Aisha, ne? Aber nein, ich schwöre auf alles. Das macht mich glücklicher. Ey, guck mal. Falls ihr wissen wollt, warum ich die letzte Zeit nicht gestreamt habe, was los war, warum keine Videos kamen. Boah, letzte Zeit war ein bisschen Katastrophe, ich sag euch ehrlich. Guck mal, im letzten Stream, ich habe heute nochmal gestreamt, ne? Guckt euch einfach den letzten Stream an. Ich such mal jetzt gleich im Stream, welche Minute das war. Da habe ich ein bisschen erzählt. Falls euch das interessiert, die Story, dann damit ihr Bescheid wisst. Ich sag euch ehrlich, ist eine interessante Story. Ich guck mal gleich, wie viel die Minute das war im Stream. Wir gucken mal gleich zusammen, okay? So, Jalen, wie geht's dir denn? Schreib mal rein, alles gut bei dir? Warst du ein paar Mal mein TikTok live, aber... Ne, ich finde das ein großer... Also, was heißt großer Unterschied? Ob man im YouTube-Livestream drin ist oder TikTok live. Ja, Mann. Ready, ich hatte halt Kontakt. Guck mal, ich fass mal kurz ein bisschen zusammen, Bruder. Ich hatte halt ein bisschen also Kontakt mit so einem Mädchen. Boah, und Bruder. Bruder, Katastrophe. Also, was heißt Katastrophe? Das ging schon so in eine ernstere Richtung und so alles. Und dann hat der eine Interesse gezeigt. Der andere hat kein Interesse gezeigt. Da wurden. Also, war schon ekelhafte Gefühle, ja. Da wurden Gefühle verletzt, Digga. Ja, da. Boah, Jalen, du brauchst mich doch nicht Abi zu nennen, ey. Warte, wie alt bist du überhaupt, Jalen? Wie alt warst du nochmal? Oder wie alt bist du jetzt? Nein, haben wir noch keine. 13. Ja, okay, 13 ist schon jung. Ich habe jetzt gedacht, du wärst vielleicht 14. Mit 13 mich Abi nennen? Muss das sein? Ich bin jetzt 17. In einem Monat werde ich 18. Wirst du noch 14, Jaden? Sky Guy, du Ehrenmann! Ey, Chat, ihr wisst nicht, was Sky Guy für ein Ehrenmann ist. Das ist auch einer der OGsten, der OGsten, der aller OGsten Zuschauer. Ey, Digga, der Kopf, der wird so sexy sein, ne? Ich baue den richtig mit Liebe, Chat. Merkt ihr? Merkt ihr, wie sehr ich den mit Liebe baue, Digga? Merkt ihr, Chat? Nein, nein, jetzt sag mal, jetzt ist kein Spaß. Ich mach keinen Spaß. Ich schwöre, ich mach keinen Spaß. Merkt ihr, wie sehr ich den mit Liebe baue? Das ist Liebe. Das ist wahre Liebe. Nein, werde 14. Also du wirst dieses Jahr noch 14, Jalen, richtig? Dorumu? Ja, der wird auch bald. Ja, sehr bald, Aisha, sehr bald. Ich freue mich wegen Führerschein, aber ansonsten freue ich mich nicht, Chat. Ich sage euch ehrlich. Ich mag es nicht, älter zu werden. Manche Menschen, die mögen es. Aber ich mag es nicht, Digga.
Ich mag es nicht. Das Einzige, wie gesagt, ne, ist halt Führerschein, kann ich endlich alleine Auto fahren. Darüber freue ich mich am meisten, unnormal. Ich kann es gar nicht abwarten. Aber ansonsten, was anderes Positives sehe ich daran, nicht 18 zu werden. Sag ich euch ehrlich und offen. Ganz ehrlich und offen. Ich hole mir keine Zigaretten. Ich brauche nichts, um zu zeigen, dass ich 18 bin oder so. Versteht ihr? Eine kleine Verspätung. Ach, alles gut, Bro. So, Kopf ist gebaut. Ich pack den jetzt drauf. Dann packe ich das hier drauf. Dann mache ich die Tabakdose einmal zu. Und wasch die Zange und bin in 20 Sekunden da. Zählt bis 20. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Walla 20. Oh mein Gott. Auf die Sekunde getroffen. Hi. Hi. And welcome, hi. Ach. Übrigens, ich trage gerade Kontaktlinsen. Also, wenn ich ein bisschen öfter blinzel und meine Augen zumache und so. Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was das heißt. Kontaktlinsen ist ein bisschen anstrengend gerade, ja. Ich habe die schon lange dran. Also, wer mir ein Streaming-Check ist, los, ich bin die ganze Zeit hier. Hey, Mika, Alter, der Mika, Junge. Ach, Digga, meine Augen. Tun langsam weh, Alter, wegen dem ganzen Licht. Verdammte Scheiße. Mit dem Alter kommt auch die Wahrheit. Weisheit. Kennst du diesen Spruch? Den Spruch kenne ich, Bro. Den Spruch kenne ich, Alter. So, Chat. Ändern wir mal die Kameraperspektive. Assalamu alaikum. So, da sind wir doch. So. Nein, das wollten wir nicht machen. Wir wollten uns den Stream angucken von heute. Chat, Fall Guys, umsonst auf PC. Richtig. Hauptkanal? Ist egal. Bitte schon, Like habe ich. Motivation. Oder so, bitte, bitte, bitte. Zeit, Wallah, die hat man damals nicht so wertgeschätzt. Wenn ich. Aber es hat nicht geklappt, ja. Es hat leider nicht geklappt. Meinen Gedanken einfach richtig scheiße. Ey, falls neue Leute drin sind im Livestream. War da keine Ahnung, welche Minute. Keine Ahnung, ich schwöre, kein Bock jetzt zu gucken. Eine Runde Among Us? Scheiß mal auf Among Us, Digga. Warte, sollen wir auf Videos reagieren oder sollen wir Fall Guys zocken? Wenn wir nicht auf Videos reagieren, würde ich jetzt Fall Guys zocken gehen. Sag ich euch ehrlich. Schreibt rein. So, okay, wer ist denn alles da hier im Live? Aisha ist drin, Jalen, bist du noch da? Ready du, Mika du, Sky Guy du? Eine Runde Fall Guys mit mir. Komm, Mika, komm, wir zocken Fall Guys. Komm online, Mika, ich hab Bock. Okay. Alle wollen Fall Guys, ey, feiert ihr das? Ihr feiert das zurzeit, merke ich, ne? Das gucken voll viele wieder. Zum Glück bin ich nicht wie die anderen Leute, dass ich nach Mod-Kirik sein werde. Sky Guy, du bist einzigartig, Bruder. Du bist ein Ehrenmann. Ey, aber lacht nicht oder so, ne? Spaß, Mann. Macht keinen. Ich wollte sagen, natürlich nicht lachen. Ich wollte. Boah, was laber ich hier? Ich wollte natürlich nur sagen, macht kein Auge, weil ich bin einer der besten Fall Guys. Ich wurde auch letztens zu einem Turnier eingeladen. Aber ich habe abgelehnt, weil das sonst zu unfair wäre.
Der Sitz von Fall Guys hat mich angerufen, der sitzt irgendwo in England oder so. Und dann haben die irgendwie mit mir Englisch geredet, dies und das. Ich denke mir so, wer ist das am Mann abräumen? Und dann ich gucke hier, Präsident von Fall Guys. Der so, ja, hello, my name ist, keine Ahnung, Skywalker oder so. Dies und das, wir rufen an von der Zentrale von Fall Guys und so. Die wollten mich zum Turnier einladen, aber ich habe gesagt, Sikere Morg, wer seid ihr am Mann abräumen? Wer seid ihr, dass ihr mich einfach so anruft? Habe ich gesagt. Wisst ihr? Dann haben die gesagt, sorry, tut uns leid und so, wussten wir nicht und so. Ich habe gesagt, sie kenne mich, mach bei eurem Turnier nicht mit und so, ne? Haben die gesagt, bitte und so, wir bieten ihnen noch 1 Million an und so. Ich so, ich scheiß auf eure Millionen. Seht so aus, als ob ich die Million brauche, habe ich gesagt. Ich so, ist das euer Ernst? Wisst ihr, meine Chat? Wisst ihr, was ich meine? Denno, du wiegst ja auch um, lass du, Junge. Glaubst du mir nicht, oder was? Ihr werdet jetzt sehen, aber macht kein Auge, Walla, sonst ist es unfair, ich schwöre. Bug, ich sehe das, ob ihr Auge macht oder nicht, hört auf. Bug, Jaden am, Me bei Jaden am meisten, hör auf, Jaden. Ich sehe das gerade. Du liegst gerade in deinem Bett, es ist gerade dunkel und du machst gerade so. So, du machst deine Augen groß, du machst richtig Auge. Hör auf damit, Jaden, Bug, ich sehe das. Ich beobachte dich. Digga, bin ich behindert oder ruckelt das gerade ein bisschen? Ey, Chat, falls der Livestream gerade ein bisschen leckt, dann verzeiht mir. Falls es leckt, schreibt mal rein, damit ich Bescheid weiß. Nein, ey, du, oh mein Gott, ich bin fast weggeflogen. Ich sag sogar, Wallah, ich mach keine Auge. Ja, besser ist für deine Nase. Nein, Spaß natürlich. Digga, pack mich doch nicht an, du Schwuchtel! Der nimmt mich von hinten, ja? Der Wichser, der wollte mich wegschmeißen. Ja. Guck mal, irgendeiner hat Auge gemacht gerade. Deshalb wurde ich weggeschleudert. Hört doch auf damit, hört doch auf. Aisha, diesmal warst du das. Ist das dein Ernst? Hört doch auf damit, ja? Jelle? Jelle? Ja! Jelle, nochmal springen. Jelle, ja? Jelle. Und Jelle, komm. Guck mal. Ja, ne, das war wirklich Pipi einfach. Chalas, guck mal auf. Ich chill selbst hier, ja? Hier, ich spring ein bisschen. Komm her, Bro. La, pack mich nicht an, du Seppe. La, geh vor meine Eier, ja, Kalb. Warrek, Aschbiktik. Ich mach Köppe auf dich, ja, Kalb. Yalla, geh mal rein hier. Oh, was geht ab, Ritter? Kann es gut sein, dass es dir ein Kompliment ist, in dem ich. Was? Ich check gar nichts, Bruder. Boah, jetzt einen neuen Tabak rauchen, Ritter. Lemon Fresh, Junge. Lemon Fresh ist der Shit, Mann. Lemon Fresh. Kohle glüht, Chat, so muss das sein. Wichtig und richtig. So. Auf jeden Fall. Ich komme jetzt ohne mich, Lemon Fresh, geht nicht. Bist du zu Hause oder kommst du jetzt gerade von Arbeit? Auf jeden Fall, Chat, wie gesagt, die Zentrale von Fall Guys hatte mir geschrieben, also beziehungsweise angerufen. Haben die gesagt, so, wir laden sie ein zum Turnier und so, wir bieten ihnen 1 Million. Ich so, Sikere Morg, wer seid ihr am Monaco? Ich so, sehst du aus, als ob ich 1 Million brauche? Ihr glaubt mir jetzt nicht, ne? Aber soll ich mal was sagen? Ich habe alles aufgenommen. Ich habe alles aufgenommen. Aber ich lade das nicht hoch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, wieso, warum lädst du das nicht hoch? Du hast Video und so, wie Fall Guys Zentrale dich anruft und so. Bist du lost oder so?
Bin aber vor Tür Luft schnappen. Boah, Bruder, ich. Boah, Wallah, ich gehe gleich sowieso im Bett, Bruder. Ich bleib nicht lange live. Ich bin nur live gekommen, weil Aisha wollte, Wallah. Ich bin nur live gekommen, weil die wollte. Ansonsten wollte ich mich eigentlich im Bett legen. Wallah. Chat, wenn neue Leute drin sind, schreibt doch mal gerne rein. Lasst doch mal gerne ein Like da. Tut mir einen Gefallen. Lasst den Stream laufen. Ich küsse eure Herzen. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, weil für den Algorithmus, weil der Kanal hier ist gefühlt sehr, sehr tot. Selbst wenn man Bros TV eingibt, man findet den Kanal einfach nicht. Aber ich muss damit auch rechnen, also wie lange ich nicht mehr gestreamt habe oder generell irgendwas gemacht habe. Also damit muss ich auch rechnen. Aber ne, ihr könnt mich dabei nochmal komplett fett unterstützen. Ich bin tot. Komplett fett unterstützen, indem ihr einfach den Stream laufen lässt für den Algorithmus für die Wiedergabezeit. Digga, lass mich durchkommen, ihr Kill! Verpiss dich mal, ja? Da geht vor meine Eier. Da geht ja Kalbun. Nein, lass mich doch hoch, ja Salamir. Ja, okay. Dann geh gleich. Ach, Mann. Morgen 12 Uhr arbeiten. Morale, Digga, ja. Walla, geh gleich pennen, Alter. 12 Uhr morgen. Dann bist du tot auf Arbeit. Deswegen konntest du nicht mit meinem Kommentar gut lesen, weil du müde bist, lol. Ja, Bruder, und manche Nachrichten werden nicht angezeigt, merke ich gerade, ja. Kann es gut sein, dass du dir ein komplettes Single-Leben nicht vorstellen könntest? Nein, Bruder, komplettes Single-Leben kann ich mir nicht vorstellen, Bruder. Ich will schon bald irgendwann hoffentlich Familie, Kinder und so alles. Natürlich, Bruder, das sein muss. Also ich will die Welt nicht, ich will die Welt nicht verlassen, bevor ich eine Familie gegründet habe, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Tabak schmeckt geil, Alter. Unnormal. Der ist ehrlich, so wie der Name sagt, fresh. Chat, schaffen wir heute vielleicht die 10 Likes im Live? Das wäre wirklich ein Traum. Nein, Bruder, ja. Jelle, drück. Jelle, drück. Ja, Kalbun! Like, geh vor meine Eier, ja, gelb! Yalla! Nein, oh mein Gott! Jelle. Nein. Walla Billa, die gönn ich. Jelle. Oh mein Gott, Digga. Jelle, komm, Jelle. Jelle, komm, Jelle, komm, Jelle. Ah, Kampf, Bruder, jawohl. Ui, 10 Likes. Haben wir 10 Likes geknackt oder was? Nee, aber schade. Aber ich sehe gerade, wir haben 637 Abonnenten. Heute hatten wir 636. Ein neuer Abonnent kam dazu. Wer ist dieser eine neue Abonnent, Digga? Wer? Nein, Chat, wir setzen uns wirklich im Stream immer Ziele, aber immer kleine Ziele, okay? Unser nächstes Ziel ist es hoffentlich, die 640 Abos zu knacken. Drei Abonnenten fehlen uns auch, okay? Immer Stück für Stück, Digga. Okay, damals waren natürlich bessere Zeiten, aber wir können nicht nach in die Vergangenheit zurückschauen. Weil was vergangen ist, ist vergangen. Was sollen wir machen? Like ist definitiv da schon zum zweiten Mal, Leute. Kurs, Digga. Jetzt wirst du verlieren. Werden wir sehen, Aisha.
Ich fliege nächste Woche Samstag, das ist der 9.7. Am 9.7. fliege ich am Samstag, nächste Woche. Und am 29.7. komme ich zurück. Nein. Ja, Kalbun. Hä? Was? Jaden, was labert Aisha hier? Amenakui, mein Licht. Egal, ich mach das gleich. Oh nein, meine Tastatur, bitte. Jaden, sag mal, was labert die? Die hat gesagt, jetzt fliege ich raus. Also jetzt will ich verlieren, sagt die. Scheiße, jetzt ist das zu dunkel, oder Chat? Jetzt meine ich, ja, komm. Will ich auch sagen. Wohin fliegst du, Jaden? Ich fliege nach Istanbul erst. Dann bleiben wir eine Nacht da und dann fahren wir nach Sivas. Und von Sivas, also in Sivas bleiben wir dann so 5 Tage. Und von Sivas dann nach Balıkesir. Oh mein Gott. Nein. Nein. Wallah, ich habe euch nichts getan. Wallah, Billah, ich habe euch nichts getan. Wallah. Wallah, guck mal, wie gut ich bin. Wallah, guck mal, wie gut ich bin. Ja, Kalbun, ja, Kelb, lass mich in Ruhe. Ah, meine Eier sind da, Digga. Jelle, Jelle. Oh mein Gott. Ich wollte der Allerbeste sein. Dini. Jelle, ich bin über alle. Digga, nein. Wallah, Billah. Uksim billah, warum fliegt keiner raus? Nein. Nein, bitte nicht. Wallah, lass mich in Ruhe. Wallah, ich habe euch nichts getan. Ich schwöre auf alles, bitte nicht. Wallah, wie bin ich bis nach unten gekommen? Wallah, wie? Nein, jetzt bin ich raus. Habt ihr das gesehen? Ey, ich schwöre auf alles, ich würde gewinnen. Ich schwöre auf alles, ich würde gewinnen. Ich würde erster Platz werden. Ich war voll gut. Ich komme nicht, aber nicht mehr konzentriert. Ich war aus meinem Konzept irgendwie. Habt ihr das gesehen? Nö, ich zock noch eine Runde, ist mir egal. Wallah Billah, ich war aus dem Konzept draußen. Ich schwöre auf alles, sonst würde ich gewinnen. Wallah Billah. Ja, freu dich doch nicht zu früh, du Pisser. Aber das war das Finale, seht ihr? Ich hätte gewonnen, Wallah. Ey, Chat meinte, das ist ein bisschen zu hell. Soll ich mal ein bisschen dunkler machen hier, ey? Meint ihr, das ist ein bisschen zu hell oder ist gut so? Bitte, Bruder, bleib doch so. Okay. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Frag dich nur, damit ich weiß, was du quasi angenehm findest. Bruder, meine Lieblingsjahreszeit? Ich liebe den Winter. Ich liebe Winter. Da hat man zwar Depressionen im Winter, aber egal. Winter ist nice. Okay, Jelle, noch eine Runde. Chat, glaubt ihr an mich? Ich sehe Ella als Sieger. Sky Guy, du Ehremann. Okay, komm. Eine Runde geht noch. Ey, Walla, das Game macht Bock, ja? Als ob geil, willkommen im Club. Boah, was war das für ein geiler Ring in die Kamera? Spul zurück. Boah, noch ein kranker Ring in die Kamera. Chat, komm, noch ein. Boah, die Ringe sind ja heute on fleek. Alter, du wirst in der dritten oder vierten Runde rausfliegen. Ich glaube, du wolltest noch schreiben in der fünften Runde, Aisha, oder in der zweiten Runde, ne? Nenn nur direkt alle Runden, Alter. Das ist so, wie wenn man sagt, ja, entweder ich schieße in der ersten Halbzeit ein Tor oder in der zweiten. Ja, Digga,
Es kann nur in der ersten oder zweiten Halbzeit ein Tor geschossen werden. Oder halt gar nicht, ne? Scheiße, ich merke gerade, wie mein Schlauch runterfliegt. Nein, 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 nein. Ja, Kalbun. Ja. Nein, ey, Walla Billa, das. Komm schon, 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 komm schon. Ja, bitte, ja. Jille. Und Jille. Und Jille. Jille. Jille, ja. Nein! Walla Billa, ich war fast durch. Oxim Bille, ich war fast durch. Ey, ich schwöre auf alles, ich wein gleich. Walla, ich wein gleich. Bitte. Nein, nein, Walla, Walla, guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was soll ich dazu noch sagen, Chat? Also, ja, ne, nein. Komm. Du kleine Sch. Jelle. Nein. Jelle. Jelle, 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 Jelle. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Ich bin durch. Easy, 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 easy. Nein. Ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Ich bin durch, ich bin durch. Jelle, ja, gelb. Ja, ja, meine erste. Ich laufe im Winter mit T-Shirt rum und du? Digga, mit T-Shirt, ich laufe im Winter mit Pullover. Was redest du? Geilste, was gibt mit Pullover? So. Jalen. Was sagen deine Gefühle? Meinst du, ich werde diesmal Erster? So, also Aisha denkt, ich werde rausfliegen in der dritten oder vierten Runde. Denno sagt, ich werde Erster. Für Skyguy bin ich sowieso schon ein Sieger in seinen Augen. Winter laufe ich mit Badehose rum. Im Winter mit Badehose? Nur so kurz, Aisha? Manchmal, mir ist zu warm, ich laufe so mit Boxershorts rum. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Nein, letzte Sekunde, nein. Ja, normal mit BH, Bikini. Wer kennt's nicht? In Bonn einfach Kopf gefunden, ja, ich glaub's nicht. Das ist Bonn und nicht Paris. Aisha. Das ist Bonn und nicht Paris, ne?
Die beste Ausrede, die du sagen kannst um diese Uhrzeit, dass ich bin müde. Meinst du im Winter oder was? So. Was machen wir denn jetzt? Meint die bisschen Oma TV? Komm. Das ist Bonn und nicht Paris. Wartet. Soll ich suchen bei Oma? Jalla, such. Hallo? Hallo? Hallo. Was geht? Nichts bei dir? Noch nicht viel, aber wo kommst du? NRW, du? Ich komme auch aus NRW, woher denn? Bochum? Sagt dir das Ja klar, ich komme aus Recklinghausen. was? Meine Schule ist in Bochum. Welche denn? Im Wattenscheid. Wattenscheid? Okay, dann kenne ich die wahrscheinlich nicht. Luis Bahre. Oh doch, das sagt mir sogar was. Ja, kaufmännische Berufsschule. So, ja, doch, Wie die. alt bist denn 17. Du? Wie alt schätzt du mich? Mm, 17 oder 18. 17. Ich werde in einem Monat werde ich 18. Voll gut geschätzt, hä? Krass, ne? Krass. Mhm. Was Deine machst du? Warte, was? Kette, die ist schön. Dankeschön. Was machst du da an der. Was ist das für eine Schule? Ich hab's. Kaufmännische Berufsschule. Ich mache eine Ausbildung. Ah, okay, nice. Das ist Ja, cool. sehr cool. Was machst du? Ich bin gerade fertig mit Schule. Fachabitur abgeschlossen. Jetzt mache ich ein Sehr gut. Jahrespraktikum, um das abzuschließen. Gönn dir. Sehr gut. Gönn ich dir vom ganzen Herzen. Dankeschön. War auch sehr Bitteschön. knapp. Aber egal. Bestanden ist Egal. bestanden. Ganz genau, ist ja scheißegal. True. Hast du sonst irgendwelche Fragen an mich? Welche Fragen an dich? Hast du das so ein Vorstellungsgespräch? Ich Keine habe nämlich Ahnung. Fragen an dich. Was denn? Pink oder schwarz? Auf was bezogen? Auf alles. Was weißt du mehr? So pink oder schwarz? Ich glaube, hier für schwarz. Schwarz? Ich wusste es. S-Klasse oder lieber eine Boah, C-Klasse? bei sowas brauchst du mich gar nicht fragen. Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Egal, S-Klasse oder C-Klasse, sag. Ich muss das jetzt erstmal googeln, damit ich den Unterschied weiß. Schreib Mercedes S-Klasse. Okay, warte. S. Wie peinlich, Digga. Ich, S, ein Auto, da bin ich ehrlich komplett raus. Wahrscheinlich auch voll die Red Flag, aber egal. Egal, kein Problem. Da, S-Klasse, dafür, okay. dafür bin ich ja da, damit wir lernen. Was ist das andere? Und die andere ist C-Klasse. C-Klasse. S-Klasse ist halt so breit gebaut. C-Klasse ist eher so klein, so sportlich. Und dann C-Klasse. Ja? Ja. Bist du eher so sportlich unterwegs? Weiß ich nicht, aber. Doch. Sehr stark, sehr stark. Doch, ich finde. Obwohl. Guck mal, guck Ja, mal. doch. Die Also wenn ich C-Klasse. auch auf die... Warte, warte, dein Handy macht das nicht aus. Also wenn ich auch auf die Uhr gucke, es wird auch so langsam eigentlich Zeit, dass du jetzt mal auf Instagram gehst und mir mal zum Beispiel folgst und ich dir eventuell dann auch zurückfolge gleich. Eventuell? Na, Du natürlich folgst mir folge... zurück. Ihr seht Ja, sehr gut. mach ich. So, dann Okay. gib mal einen E-Rei. E-Rei? Boah, E-Rei. E-R-A-Y. Danke, das habe ich gebraucht. E-R-A-Y. Ja. E-M-R-E. E-M-R-E. M-R-E. Vier, E. fünf. Ah ja. Dann einmal bitte kurz folgen. Uiuiui. Da habe ich schon eine Anfrage bekommen von einer Charlotte. Hola. Hallo, also wir wohnen in der Nachbarschaft, ne? Das hast du gut erkannt. 4-4 Ruhrpott, ob Merch oder Ort, es gibt keinen, der meinen Kurs toppt. Soll ich mal Freestyle raushauen? Ah, ich fahr raus im CLS mit abgefuckten Schädel. Ja, du redest über Edda, seine Flossen, seine Lyrics.
Hammer. Krass, ne? Was sagst du? Zocken? Ja, oder sagst du nicht? Doch, GTRP, Fortnite, Warzone, Fall Guys. Okay. Zockst du RP? Mm-mm. Aber bist du gerade auf PC? Ja, also Also ich. nein, noch im Moment hin, noch Laptop, aber mein PC steht schon bei meinem besten Freund, also ich bekomme ihn bald. Uiuiui. Nice. Ich spiele aber momentan nur Valorant, weil das so das einzige Spiel ist, was ganz gut bei mir läuft. Also GTA habe ich auch und so, aber das ist halt schwierig auf meinem Laptop. Valorant ist voll im Hype gerade, habe ich gehört, ne? Ja, Ich weiß auch nicht warum. also vor allen Dingen irgendwie die Mädchen. Ich glaube, wenn du ein Gamer, Pack also ein kurz Google drauf, ja. Gamer-Mädchen, ja, triffst, dann ist es meistens Valorant. Ehrlich? Ja. Ich dachte Minecraft. Das auch, aber ich spiele es nicht mehr. Also, ich habe drei Accounts, aber ich weiß zu keinem mehr das Passwort oder die Einlogdaten. Ist ein bisschen peinlich. Upsi. Nein, ey, mies. Nur eine andere Frage. Stehst du Ja. abends lieber mit Fenster auf oder Fenster zu? Auf. Auf? Auf. Immer auf. Egal welches Wetter, immer auf. Das war wirklich sehr wichtig und richtig. Das war sehr wichtig. Ich schlaf auch immer mit Fenster auf, egal welche Hast du Licht Jahreszeit. an oder hast du Licht aus? Licht aus natürlich, Ja, oha. besser so. Es Es gibt. darf nichts in mein Auge Nein, reinkommen. gar nicht. Junge, ich habe einen Fernseher, ne? Der steht schräg gegenüber von meinem Bett. Und selbst wenn der angestöpselt Bestimmt ist, dann dieses, ist unten rechts dieses Licht. Ich muss den jedes Mal ausstöpseln. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich ja, krieg richtig Paranoia. ich auch. Auch mein Bildschirm. Mein Zimmer ist so. Also, es ist nicht so einfach so ein Quadrat, sag ich mal, oder so ein Viereck, sondern du hast quasi vorne, also dieser Bereich, ist so ein Viereck. Und dann geht es quasi hinten links so weiter. Und dann steht hinten mein Bett. Und hier steht, also quasi hier. Da, wenn man darüber guckt, da steht mein Bett. Und hier, wo mein PC ist, und wenn man meinen Bildschirm ausmacht, also nicht komplett ausmacht, sondern nur meinen Laptop ausmacht, ich habe an meinem Laptop hab ich noch einen Bildschirm angeschlossen, dann leuchtet der immer noch so ganz leicht auf und auch hier unten Boah, ist so ein das triggert. Mini-Lämpchen. Und obwohl das 5 Meter von meinem Bett weg Das ist und triggert. das sogar noch in die andere Richtung gedreht ist, ich muss das jedes Mal ausmachen, sonst kann ich, das geht gar nicht bei mir. Das triggert, ich weiß ja. Das ist wirklich absolut schlimm. Bist du gerade im Discord? Ja, sie ist gerade reingekommen, ich muss gerade Streamer machen. Ja, deine So. Freundin? Ja. Sieht die mich gerade? Ja, jetzt sieht sie dich. Hörst du die? Wie? Ja, ich höre die. Und was sagt die? Die ist lesbisch, die wird nicht viel zu dir sagen, glaube ich. Oh. Warte, ich glaube, ich höre die. Die soll mal reden. Ich höre die bisschen. Ja, ich habe die ein bisschen leiser gemacht. Ja, okay. Jetzt habe ich sie gehört. Darf ich eine Frage stellen? Das kam jetzt ein bisschen komisch, aber Frag wie mal. groß bist du? 1,94, bisschen zu groß. Zu groß? Ich bin 1,83. 1,83. Ja. Für eine Frau sehr groß, aber für mich kein Problem. Bei mir musst du trotzdem nach oben gucken. Das stimmt, aber ich bin sehr groß. Deswegen, und ich hasse das zu fragen, weil ich finde das richtig so, das wirkt so oberflächlich, aber ich habe keinen Bock, dass wenn ich zum Beispiel, sag ich jetzt mal, ich lerne irgendwie einen Typen kennen und man schreibt so und man hat so das erste Treffen und du triffst dich und auf einmal stehe ich da so und er ist so halben Kopf kleiner als ich oder Kopf kleiner als ich, weißt du? Scheiße, ne? Das ist schon ein bisschen unangenehm. Ein bisschen unangenehm. Aber keine Sorge, bei mir guckst du nach oben. Okay. Obwohl du 1,83 bist und sehr groß bist eigentlich. Trotzdem Ja. nicht 10 cm größer. Digga, denkst du, ich bin faul genug, um mir jedes Mal. Faul genug? Motiviert genug, um mir jedes Mal ein scheiß Glas zu holen, Alter. Naja, ich gehe da mal weiter. Man hört Ja. sich, man sieht sich dann, ne? Ja, viel Tschüss, Spaß. danke dir auch. Ciao. Hallo. Hallo. Was machst du da? Kopf bauen. Hey, ich hab mir gerade auch einen Kopf gebaut. Warte, ich mache jetzt einen Ring für dich. Mal. Ja. Maschallah. Geht aber besser, Bruder, die Ringe sind gerade Katastrophe. Mein Fenster ist so, warte. ne? Ja. Gerade, Bruder, du musst gerade sehen. Gerade Baba-Ringe. Guck jetzt. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Digga, Katastrophe gerade, egal. Wie alt bist du? 21 und du? Auch. Sehr stark. Endlich mal ein Gleichaltrigen hier. Ja, ne? Ja, Digga, Woher sonst kommst du, alle Bro? sind. Nee, Münster. Stark, Alter. Der kommt auch aus Nähe Münster. Ehrlich, woher kommst du genau? Dülmen. Ja, kenn ich. Ich Du? komm Borken. Borken. Ja, geht ja. Ja. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei der Versicherung, ja, beziehungsweise noch Ausbildung, aber ich bin jetzt fertig Ende des Jahres. Und du?
Ich arbeite im Shisha-Shop. Shisha-Shop? Geil. Ja. Chillig, Alter. Fresh Shisha. Jeden Tag Pfeife rauchen da, ne? Köpfe bauen. Nee, nee, aber wir dürfen nicht bei uns. Nein, dürft ihr nicht? Ordnungsamt ist scheiße. Scheiße, Alter. Warum machen die denn so, ja? Bestimmt wegen, weil ihr keine vernünftigen Lüfter und so da habt, ja, oder? Ne? Das noch, diese Filme. Warum denn, ja? Weil ihr keine Lüfter da habt? Ja, genau. Wir brauchen so eine, weil du kannst ja Kunden damit in die Gefahr bringen und so, weil wir keine Lüftung haben. Ach, boah, Digga, ne? Fenster auf, Tür auf, fertig. Ja, wir haben zwei Türen bei uns im Laden. Digga, bescheuert. Das ist wie Bahnhof bei uns. Digga, bescheuert, Bro. Muss man nicht verstehen, aber das sind Gesetze, was soll man machen? Ja. Muss man akzeptieren. Tabak wird jetzt auch teurer. Tabak wird auch teurer, wird nicht mehr in Dosen sein. Was alles sagst du dazu? Einerseits, guck mal, einerseits gut. Also was heißt gut? Das wird in kleinen Päckchen sein, Bro. Du kannst immer neue Sorten ausprobieren, das ist gut. Digga, Junge, weißt du, wie viel Tabak ich rauche? Bro, ich rauche auch sehr viel. Wie viel rauchst du im Monat? Bruder, sehr viel. Ich habe gerade noch neue geholt, Lemon Fresh, Alter. Ja. Guck mal, du rauchst Genie und so. Genie ist so leichter Tabak, so leicht. Genie ist ehrlich leichter Tabak. Soll ich dir sagen, was ich rauche? Was denn? Guck mal, wie schwarz der ist. Boah. Zeig mal, welcher Tabak ist das? Von welcher Marke? Von Darkseid, einmal der, und ich von Holzer. Ja, Holz hat starke Tabaks, Bruder. Holz hat ehrlich starke Tabaks. Aber ich rauche, das ist russischer Tabak, der schwarze. Der ist ordentlich mit Nikotin, der ballert richtig. Ich rauch 2 Kilo pro Monat. Boah, Bruder, 2 Kilo. Das sind 10 Dosen. Alter. Jeden Monat. Ich kann 200 Euro einfach in den Sand stecken. Ich weiß ja. Unsere Lunge ist schon pechschwarz, aber egal. Wie viele Pfeifen hast du? Ich hab 2 und du? 13. 13 Pfeifen, Alter, Junge, ja. Verdammt. Zeig mal, kannst du die kurz zeigen irgendwie? Ich kann ein paar zeigen. Ja, ich habe nicht alle hier oben, aber ich habe auf jeden Fall welche. Also erstmal ist mein Schrank, das ist aber nur ein bisschen so. Mensch. Da ist ja mein Zimmer, das ich aufgeräumt. Da stehen 4, da steht noch einer. Geil. Da hast du eine Tradi? Ey, geil, Alter. Da steht noch einer, mein Zimmer ist voll schrecklich. Sieht so Horror aus. Auf Tradi rauchst du nur Doppelapfel, ne? Ja, klar. Sehr stark, Digga, wichtig. So, muss, ne? Ich muss mir auch eine Tradi holen, ja. Ich habe eine große und eine kleine, Bro. Ach so. Ja, ich hab viele Steckpfeifen, ne? Nein. Also sowas. Ja, solche. Da kommt der Rauch hier unten raus und so, weißt du? Ja, geil, ich schwöre, geil. Kennst du die Pfeife Genesis, die du drehen kannst um 360 Grad? Stimulation. Mega geile Pfeife, Bruder. Die heißt Genesis. Die kannst du drehen um 360 Grad. Das ist dann aber, wie viel kostet die? Boah, Bruder, die war 200 Euro, ja. Weißt du, das ist lecker, locker eine Nachmache von Stimulation. Stimulation hat das rausgebracht, weil wir haben ein paar Tenten da drauf. Und die Pfeifen von Stimulation, die liegen alle. Du weißt, was ich meine, ne? Das heißt, zum Beispiel, wenn ein Kollege einen Schlauch will, du brauchst Pfeife nicht unten anpacken, du kannst das in der Mitte drehen. Ich weiß, das ist mit diesen, wie machst du die auf? Ist das so ein. Ja, ja, drehen, genau, und dann. Ja, du weißt, was ich meine. Musst du genau drehen, damit der Mesi so Schloss aufgeht. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und Stimulation, das ist die Marke, die hat nur so Pfeifen und die hat das erfunden. Krass, wusste ich zum Beispiel nicht. Aber das Geile an der ist, die hat auch eine Fusen unten. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Diffuser? Ja, Diffuser, genau. Ja. Kannst du einstellen, blubbert die. Ja. Kannst du so rausziehen, oder was? Die ist halt unten am Tauchrohr, ne? Ja. Und machst du die runter? Dann blubbert die. Und wenn du dieses Metallteil hoch machst beim Tauchschlauch, dann blubbert die nicht. Dann ist da mehr so Schalldämpfer. Ist praktisch zum Beispiel, wenn du Filme gucken willst oder so. Mit Perle, genau. Und dann und du dabei eine Pfeife raus, dann ist das nicht so laut, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Mann. Mein Zimmer sieht aus. Du musst morgen arbeiten. Morale, Frühschicht? Nee, wir haben ja noch eine 8-Stunden-Schicht im Schlaf. Ah, ach so, ja, stimmt. So, geht noch. Jo, hey, Bruder, ich geh da mal weiter. Vielleicht sieht man dich nochmal, ne? Auf jeden Fall. Hau bleib rein, gesund. Bro. Du auch, Alter. Deine Familie soll auch gesund bleiben. Alles. Deine auch, Bruder. Ich wünsche dir das doch zurück. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz. Gönn dir die Pfeife, Bro.
Du auch. Oh, rein, danke. Digga, mies korrekt. Was geht, yo, Black? Oh mein Gott, Eren, kennst du mich noch? Ich war Eren? Ich glaube, ich hieß früher YouTube-Report. Bruder, ich bin nicht Eren, ich bin Eray. Egal. Hallo? Aisha, sag, Dylan soll reinkommen. Schreib mal Dylan an. Sag, die soll reinkommen. Sag, Eray hat dich vermisst. Ghetto, Pablo, ich mach Cash für Pablo. Ghetto, Pablo, ich mach Cash für Pablo. Und wie alt seid ihr? 12? Ja, 12. 12? Ghetto, Pablo, ich mach Cash für Pablo. Bist du eine Latina? Nee, du? Nein, auch nicht. Ich bin ein Türke. Krass. Türke, Albaner. Stehst du auf Türken und Albaner? Ja. Stehst du auf 1,90 große Albaner? Ja. Ich bin selbst 1,92 groß. Boah. Krass oder krass? Krank, einfach. Seit wie groß 1,92. Bist du? Hab ich echt noch nie gesehen, so große Leute. Selten, ne? Wie groß bist du denn? Bist du. Wie groß bist du denn? Wie groß du bist? 1,75. 1,75. Eigentlich nicht schlecht für eine Frau. Schon groß. Aber bei mir musst du trotzdem immer noch nach oben gucken. Hä? Aber bei mir musst du trotzdem immer noch nach oben gucken. Trotz, dass du groß bist für eine Frau. Nee, ich guck. Ich guck dich dann nicht an. Warum? Ist doch süß. Ja. Ja? Woher kommst denn du? Geh doch nicht weiter. Walla, die war doch korrekt, ja. Dylan, was geht ab, Alter? Wie geht's dir, Dylan? Was soll da? Ach, ich hab dich vermisst, ja. Boah, mein Auge. Danke, was du offen. Was verkaufst du? Du hast exzessiv, was willst du haben? Alan, guck dich mal an, ja. Alan, hier. Ja. Guck dich mal an. Bist du jetzt gerade, du. Boah, dieser runde Sohn. Gut, und dir? Jetzt, wo du reingekommen bist, noch besser. Dylan. Wo du reingekommen bist, wo ich deinen Namen gesehen hab, noch besser. Wenn ich ehrlich bin. Sieht aus wie ein Hurensohn. Du siehst aus wie Leder. No joke, Digga. Was, no joke, Digga. Soll ich mal kaputt hauen? Komm. Wohin soll ich kommen? Braunschweig. Alter, Digga, was für Braunschweig, Mann. Komm nach NRW. Komm, Braunschweig. Komm nach Duisburg, Junge. Digga, Duisburg, Digga. Komm nach Duisburg. Wie er schleimt. Nein, ich mein's ernst. Keine, warum soll ich schleimen? Habe ich es nötig, bei dir zu schleimen? Ey, ihr Türken, ihr Kanaken, ihr. Wohnst du noch Recklinghausen? Ja, normal. Ey, was rauchst du da eine Kippe? Rauch mal lieber Pfeife, ist besser, ist gesünder. Siehst du? Viel, viel gesünder. Woher kommst du? Bayern. In Bayern. Ja, so siehst du auch aus. Was? Sehen in Bayer aus. Ja, so wie du halt. Mal lachse. Weil ich dich letztens gesehen habe. Molbeck mit Ritter. Wer warst du denn nochmal, Bruder, ja? Molbeck hast du mich gesehen? Zeig mal, welche E-Vape ist das? Mango? Zeig mal. Boah, ich merke, das sind süße Geschmäcker. Aber soll ich mal was sagen? Du bist süßer. Warum geht die weiter, ja? Das war doch voll nett von mir, ja?
Hallo. Digga, du bist auch so wie Betim Treusdorf, du Huchensohn. Der war geil. Ja. Was? Woher wusstest du das, dass ihr Türkinnen seid? Weiß nicht, einfach aus dem Auge. Ey, du Bastard. Okay, komm, ich bleibe hier jetzt. Ganze. Hallo? Hallo. Die ganze Zeit. Was hört ihr nicht? Ja. Woher kommt ihr? Deutschland. Ich komme aus Italien. Europa. Meine Oma. Ach, lange nichts gehört, ne? Lange nichts gehört, genau. Hey! Ey, du hast ein geiles Mikro, ne? Boah, jetzt hab ich's. Kumalala, kumala, Savesta! Ui! Hummel sind so selten schöne Mädchen. Walla, Bidla. Nein, nein. Tiperberg Moruk, ja. Hallo? Hallo. Hast du Stranger Things geguckt? Was? Aus Russland. Hast du Stranger Things geguckt? Was? Sie wollten eine Ausbildung machen als Automechanikerin? Hä? Als Automechaniker, Digga? Nein, sie fragt, ob du Stranger Things geguckt hast. Nein, ich habe 50 Shades of Grey aber geguckt. Was? Okay. Soll ich meine... Digga. Wolltest du gerade beleidigen? Nein, ich wollte sagen, dass du eine frische Couch oder Sofa, nee, Couch im Hintergrund hast. Ehrlich? Dankeschön, ja. Bro. Aber du denkst jetzt so, dass man immer beleidigt, ne? Dann kann ich dich nicht übernehmen auf einmal, Digga, sind alle Hurensöhne, Junge. So leider. Fette Frauen denken, die sind was Besseres und skippen ein, weil die hier Aufmerksamkeit suchen. Ey, ich guck's, Stranger Things. Ist das geil? Hey! Was geht, Bruder? Wie groß bist du, Bruder? 1,78 glaube ich ungefähr. Ist das groß oder klein für dich? Für mich ist es relativ okay. Der Durchschnitt in Vietnam ist 1,64. Guck jetzt, Chat, guck jetzt, was kommt. Achtet einfach jetzt, okay? Ja, du. Hallo? Was geht? Was geht, Cousin? Ja, was geht? Ich merke schon. Ein fetten Bubatz. Was ist dein Mikro, wie ich auch noch? Ja, Mann. Cousin, wie groß bist du? Groß ich bin. 1,90. Glaube ich. Ja. Dann bist du ein großer Hurensohn. Dann bist du ein großer Hurensohn. Hey. Was? Scheiß Ausländer, du Alter. Warum ist jetzt so? Immer scheiß diese Kanake. Ausländer. Scheiß Kanake. Geh mal. Geh mal in dein Land jetzt. Aus welchem Land kommst du? Türkei und du? Ich bin auch scheiß Türke, Amanakö. Amanakö. Sieht dir, geht lang, Amanakö. Überall voll mit Türken. Geht lang, Lücke, ne? Geht lang. Bruder, voll Beef gerade zwischen den Türken aus Türkei und den Türken aus Deutschland. Hast du gesehen auf TikTok? Nein, was los? Die beefen sich gerade voll, Bruder. Sikere mit mich doch nicht schon, können wir mit Eier kommen. Sikere, Moruk, wallah. Nerelisin? Adana, sen? Stark, Bruder, Sivas. Sivas, stark. Ja, Mann. Was machst du hier, Bruder? Ein paar Perlen und so suchen? Nein, Bruder, einfach Langeweile vertreiben, ein paar Leute beleidigen. Bruder, du suchst Perlen, sehr ehrlich. Nein, nur ich hab einen Perle. Wie groß bist du, Bruder? Ich bin 1,78. Wallah, ich wusste, wir alle Türken sind klein. Ja, wallah. Ich bin 1,75. Ja, siehst du, Moruk, es gibt keinen, der so irgendwie 1,90 ist. Aber Bruder, sei ehrlich, heutzutage die 13, 14-Jährigen, die kleinen Bastard, die sind alle einen Kopf fast größer als wir. Ja, Mutter, ja. Ich hab einen Kollegen, der kleine Bruder, ist irgendwie 14 Jahre alt, der ist 2,2 Meter. Bruder, warum? Was essen die, Moruk? Ich hab auch, also was hast du jetzt essen gegeben? Ich glaube, seine Mutter hat als der Baby was Steroide gespritzt oder so. Bruder, ich gehe in die Stadt, ich sehe 13, 14-Jährige, Bruder, die sind einen Kopf größer als ich, denke mir, Amanakuim. Ja, mein Gott, ja. Nee, Justinus Moruk, die junge Generation, Bruder, die sind krass groß. Ja, ich schwöre, nee, ich wünschte so groß. Ich wünschte so groß wäre, Walla, die Weiber würden auf mich fliegen. Bruder, Walla, die Weiber will fliegen. Ich schwöre auf alles. Ja, Mutter. Bruder, ich habe einen Kollegen, der ist 1,85 groß, ne? Walla, Maschine, der ist auch breit und so. Bruder, der macht nichts, der ist so ein Idiot.
Ich sag zu dem Bruder, klär die Perlen, mach das, mach dies, geh da, mach das. Der macht nichts, Bruder, so ein Idiot. Ich hab auch, ich hab auch seinen Kollegen, ja, er ist auch so breit und so, er ist glaube ich 1,87 oder so. Wallah, ne? Krank. Er ist auch so richtig, so, auch, so, er ist gut, Bruder. So Bruder, du weißt, Bruder, du weißt. Guck mal, er hat blaue Augen, so braun gebrannt, Vollbart, er sieht Baba aus, immer seitenfresh, aber er ist schüchtern. Mein Kollege genauso. Bruder, wäre ich mindestens 1,85 groß, Wallah, ich wäre so selbstbewusst, ich will so durch Stadt laufen. Was los, Aminakul? Aminakul. Ey, einmal Glück haben. Wallah, einmal Glück haben, Sika. Egal, ich hab gesagt, Bruder. Ey, gib mir deinen Körper, ich würde nicht, Bruder, überall werden Pussys in meinem Gesicht so. Wallah, ja. Egal, Bruder, dafür ist Größe woanders hingewachsen, sagen wir so. Ja, also jeder Mann hat 2 Meter dafür zu verfügen. Dafür so ein Jarrak, Bruder. So eine Keule in der Hose. So eine Keule, Bruder. Normal, Bruder. Tam, heilige Schüttes, Alter. Heilige Schüttes, Bruder. Das hat doch nichts mit Größe zu tun. Wieso denkt jeder Mädchen wollen nur Großtypen? Wallah, die dann hör auf zu liegen, jedes Mädchen wollen Großtypen. Das zieht die einfach an. Der ist schon eklig. Was laberst du? Der war korrekt. Hallo? Boah, die da. Egal, scheiß drauf. Was geht hier ab? Egal, nix geil. Hallo? Schon wieder du! Schon wieder du? Was du? Pisser, du Pisser, du redest zu viel, ich fresse dich auf, Digga, One Appetit. Okay. Sag mal, wie alt du bist, interessiert mich gerade voll. Entweder du bist 13 oder 16. Hör mal auf zu schmatzen. Ja, okay, wir haben es verstanden. Boah, hör doch auf. Ja. Ja, die dann, aber nicht jedes Mädchen ist so toll wie du. Guck mal, dich interessiert das zum Beispiel nicht. Aber dann gibt es so kleine Pisser-Mädchen, die sind 1,60 groß. Und dann, wenn du sagst, du bist so 1,75, du bist 1,70, boah, die machen Filme. Die haben keinen Bock mehr auf dich. Wallah, ich krieg Aggression bei sowas. Brü. Halt den Maul. Boah, wie gibt deine Hose auf? Was geht, Mann? Boah, warte mal. Bist du Streamer oder so? Ja, Bruder. Ja? Ich bin gerade live. Hello? Ja, oh. Bruder, geh auf YouTube, gib ein MO45 mit 2 O. Digga, sogar Red Titel. Der MO? 45 mit 2 O, aber. Drauf. Aber live bist du nicht, ne? Doch, Bruder! Nein, Bruder, hier ist nicht live. Ach, Bro, ich bin auf zweite Kanal, los, vergessen. Chill, Bruder, sind nur 10 Zuschauer. Ey, egal, hä? 10 zu, Junge, bald, inshallah 100. Ich küsse dein Auge, Bruder, ganz genau so. Normal, Bro. Jungs, habt ihr ein Abo da gelassen? Bei Ammo? Ja, kann ich machen, Bro. Ich küsse eure Herzen, Jungs. Kann ich machen. 4700, was los, hä? Was los, Alter? Ich guck gleich auf das Video an, ne? Ich küsse dein Herz, Bruder. Vergiss nicht TikTok, zu liken. TikTok, Kelben, Kelbs, ey, stabil, Bro. Haut rein, Jungs. Haut rein, Bro. So. Auf jeden Fall. So. Wer ist alles hier im Live? Dylan ist drin und zockst du Valorant, Ally? Boah, Valorant habe ich lange nicht gezockt. Ich hatte das einmal gezockt, aber es ist ein geiles Spiel, Wallah. Es ist ein sehr geiles Spiel. Auf jeden Fall. Ey, Dylan, guck mal. Ich erzähle dir das auch mal. Ob dich das interessiert, ob dich das nicht interessiert, egal, ich erzähle. Guck mal, ich hatte Kontakt mit einem Mädchen, ne? Alles schön und gut. Warte. Hey, dieses scheiß Kabel. Okay. Warte. Ich erzähl dir. War mal richtig Film. Ich glaub alles. Richtig Film. Ach. So. Guck mal, ich war so eines Tages auf TikTok, ne? Was heißt eines Tages vor kurzem? Danach, ich sehe so ein Mädchen. Ich denke mir so, boah, Wallah hübsch. Unnormal. Ich gehe so auf ihr Insta. Ich guck, die kommt aus Mal. Du weißt, Mal hier um die Ecke. Ich denke, oha, besser geht's gar nicht. Türken, süß, perfekt. Dachte ich mir, komm, schreib die an. Habe ich sie angeschrieben.
ist so sehr hübsch mit diese Dingen-Smiley. Hier, diese, boah, die, du weißt schon, mit diese Doppelpunkt und dann diese Dingens. Da, du weißt schon. Ich schreib die an, auf einmal, die schreibt mir zurück. Ich denke mir, Killer. Die so, Dankeschön und so. Und dann haben wir geschrieben, die hat voll sympathisch gewirkt. Die macht eine Ausbildung als Pflege irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr wo. Ach, in Dingens. Gelsenkirchen, genau. Und dann sagt die zu mir, ja, die muss auch zum Beispiel so, die muss auch immer morgens früh aufstehen, 4 Uhr schon, um zur Arbeit gehen. Ich so, ey, ich auch und so. Das hat schon, dann war die schon automatisch sympathisch, weißt du, weil so, einfach sympathisch, weil ich auch so fühle, wie das ist, um 4 Uhr morgens aufstehen und so, weißt du. Ich denke mir, ey, perfekt. Und dann schreiben wir, die hat voll viel geschrieben, ich habe voll viel geschrieben. Und nach einer Zeit, wo mir das zu viel, habe ich gesagt, ey, komm, gib mal deine Nummer, lass telefonieren. Und dann, das ging voll schnell. Wir haben telefoniert, wir Krankenschwester sind einfach geil. Ihr seid auch geil, gleich fast schön. Auf jeden Fall, dann haben wir telefoniert und dann telefonieren wir. Und dann, aber die war übertrieben sympathisch, Anne. Das hat sich so angefühlt, als wo ich mit ihr telefoniert habe, das hat sich so angefühlt, als ob wir uns schon seit, keine Ahnung, 2, 3, 4 Monaten kannten oder so. Dabei kannten wir uns seit einem Tag. So, schreiben wir, telefonieren wir, dies und das. Und dann, alter Semester, sind wir auch am Telefon eingeschlafen. Die wollte nicht auflegen, dann wollte ich auch nicht auflegen, weißt du. Und dann, am nächsten Tag sind wir aufgestanden, so. Dann die so, ja, voll langweilig und so, lass mal was machen. Ich so, ja, komm, lass was machen und so. Und dann hat die gesagt, ja, soll ich kommen und so? Hab ich gesagt, ja, komm, lass was machen, jetzt auf Ernst. Und dann haben wir uns getroffen. Nach einem Tag. Wir haben uns getroffen. Unnormal nett, unnormal sympathisch, ne? Mein Internet gerade so am Hängen. Boah, ich fick dein Internet. Auf jeden Fall. Aber die hatte eine bisschen komische Art, sag ich ehrlich. Die war ein bisschen komisch. Die sagt zum Beispiel so, ich hasse mein Leben und so. Also, die meint das zwar nicht so ganz ernst, also die meint das zwar nicht 100% ernst, aber die war halt ein bisschen komisch, so tuaf. Die hat immer gesagt, boah, ich hasse mein Leben und so dies und das, ich will, so aus Spaß, ich will mich umbringen und so. War nicht natürlich 100% ernst gemeint, aber die hat halt ein bisschen Scheiße gelabert. So. Und dann ist so, ey, und so, chill doch mal, übertreib doch nicht und so. Das ist das Leben, was willst du machen, verdammt, verdammt. Und dann, ich habe gerade nur gesagt, dass wir die ganze Zeit telefoniert hatten und so mit dir. Ganze Nacht. Und nach einem Tag haben wir uns getroffen, die wollte sich treffen, ne? Und, warte, was soll ich jetzt erzählen? Auf jeden Fall, wir haben uns getroffen, alles schön und gut, wir haben uns kennengelernt, die ist das, voll nett, übertrieben, sehr hübsch, auch klein und süß, so wie du. Und dann erzählt die mir so, die macht ja eine Ausbildung und die geht ja auch zur Schule, Berufsschule, und dann erzählt die mir so, dass sie eine Woche nicht zur Schule gegangen ist. Habe ich gesagt, okay, tamam, manchmal hat man keinen Bock zur Schule zu gehen, zur Arbeit zu gehen, okay, kein Problem, nimm dir Krankenschein, alles schön und gut. Und dann sagt die zu mir so, ja, ich habe keinen Bock, morgen wieder zur Schule zu gehen. Ich sag zu ihr, ey, guck mal, geh, du hast eine Woche Krankenschein genommen. Ich so, geh. Ich so, wenn du 2 Wochen nicht zur Schule gehst, das kommt nicht gut rüber. Ich so, du hast sowieso schon oft gefehlt. Also die hatte mir erzählt, dass sie sehr oft schon Krankenschein genommen hat und nicht gegangen ist. Ich so, ey, du hast sowieso schon auf der Arbeit oft gefehlt, geh. Scheiß drauf, auch wenn du keinen Bock hast, geh. Ich habe auch keinen Bock manchmal auf Arbeit, Schule, aber ich muss trotzdem, geh. Sagt die zu mir, boah, lass mich doch und so, statt du mich unterstützt, bist du gegen mich. Dann fing das so ein bisschen an. Ich denke mir natürlich, ey, willst du mich verarschen, Mädchen? Aber ich sag dir ehrlich, nach den 1, 2 Tagen, wo wir Kontakt hatten, rausgegangen sind, telefoniert hatten, ich sag dir ehrlich, ich hab mich voll schnell bei ihr wohlgefühlt, weißt du, so. Da war ein bisschen Verbindung schon dazwischen, weißt du? Verstehst du? Da war ein bisschen Verbindung schon da, ein bisschen Funken und so. Und dann habe ich gesagt, ey, geh und so, ne? Was ist los mit dir? 2 Wochen nicht zur Schule gehen, das kommt auffällig rüber und so, ne? Die so, boah, und so, du bist voll gegen mich, was ist los mit dir, dies und das, ne? Da fing schon die ersten Dinge jetzt an, hier. Ersten Probleme. Und dann habe ich hier angerufen eines Tages, ist nicht rangegangen. Ich so, kannst du gerade nicht telefonieren oder was ist los, habe ich hier geschrieben. Wieso, ich war am Telefonieren. Und dann ist so, mit wem? Hat die gesagt, boah, was interessiert dich das eigentlich? Du fragst mich jedes Mal sowas. Ich so, ey, das interessiert mich doch nur. Ich will dich kennenlernen. So, wo ist das Problem? Ich frag doch nicht Schlimmes. Frag doch nur, mit wem. Du brauchst mir das auch nicht sagen. Dann schreib mir wenigstens vernünftig, weißt du?
Und dann geht die zum Beispiel raus mit ihren Freundinnen und dann ist so, seid, geht ihr nur mit euren Mädels raus oder was? Oder kommen auch Jungs so, ne? Sagt die, boah, natürlich kommen keine Jungs und so, was los mit dir? Die antwortet voll kalt und so, ne? Oder wir sind am Telefon, wir machen FaceTime. Die macht ihre Haare offen zum Beispiel. Ich sag, boah, offene Haare steht hier unnormal. Sie ist voll hübsch aus. Stand die ehrlich, unnormal, wallah. Und dann sagt die so, boah, halt die Fresse und so. Was ist los mit der? Ich sag zu ihr, boah, offene Haare steht dir voll gut und so, ne, sieht voll gut aus, wallah. Voll nett, voll süß. Ich erwarte, man erwartet dann, also ich habe so eine Antwort erwartet, ey, danke schön, voll nett, voll süß von dir. So eine, also ganz normale Antwort, wie jede Frau antworten würde, so schüchtern, so zurückhaltend, so, weißt du? Und dann, ja, ne, wir sind gerade in der Kennenlernphase, wir telefonieren 24/7, wir haben selbst am Telefon Filme geguckt, wir haben Uno gespielt am Telefon, Uno. Wir haben FaceTime gemacht und Uno gespielt. Wir haben FaceTime gemacht und Filme zusammen geguckt. Weißt du? Die auf ihr iPad, ich auf PC. Aber unser Telefon war an. Weißt du, wir haben uns neben, also wir haben uns dabei gesehen, während wir das Film zusammen geguckt haben. Wir haben gleichzeitig geschartet. Weißt du? So. Ich hab mich voll wohl gefühlt. Also ich dachte mir, okay, ey, das geht in eine ernste Richtung. Und dann hat die halt diese. Und dann hat die mich halt abgefuckt mit, ja. Warum fragst du mich sowas, mit wem ich bin, mit wem ich telefoniere, dies und das, ne? Digga, das sind ganz normale Fragen. Ey, wir sind gerade in der Kennenphase, ich will wissen, ob du was mit Jungs zu tun hast oder nicht so. Ne, ich frag ganz normal, du brauchst doch nicht antworten. Dann gib mir eine vernünftige Antwort. Und dann, ich sehe jeden Tag, wie der neuen Jungs folgt, wie die neuen Jungs folgt, ne? Während wir aber uns gerade kennenlernen und es ernster wird, folgt die jeden Tag neuen Jungs. Dachte ich mir, komm, Sikerim, schreib mal einen Jungen von denen an. Und dann einen Jungen, den die gefolgt hat, habe ich angeschrieben. Aber neu gefolgt hat, neu. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernten. Ich so, ey Bro und so, warum folgst du und so? Kennst du die, dies und das? Sagt die, Bruder, die hat mich angeschrieben. Ich so, als ob. Ich so, schick mal Screenshot. Auf einmal, der schickt mir Screenshot, wie die angeschrieben hat. Ich denke mir natürlich, ey, willst du mich verarschen, Mädchen? So, wofür telefonieren wir, wofür gebe ich dir diese Aufmerksamkeit, wofür zeige ich dir diese Interesse, wofür treffen wir uns, weißt du? Ich habe mich voll verarscht gefühlt, übertrieben, weil ich sag dir ehrlich, ich habe mir wirklich was Ernstes mit dir vorgestellt, denn ich dachte mir, okay, ey, das ist die Richtige. So, die war übertrieben sympathisch, übertrieben korrekt, außer die ein paar Optionen, die die gemacht hatte. Aber ich dachte mir innerlich, vielleicht kann ich sie verändern. Vielleicht wird die sich verändern, dachte ich mir innerlich, weißt du? Ich raste aus. Leute, hängt das nur bei mir? Boah, ey, warte mal, ja. Scheiße. Ich hoffe, du hast nichts verpasst. Niki, was geht, Bruder? Boah, mein Auge macht gerade Faxen. Auf jeden Fall habe ich mich voll so dingens gefühlt, voll so verarscht gefühlt, weil ich zeige ihr Interesse, ne? Dies und das. Und von ihr kommen die ganze Zeit so behinderte Antworten. Wie zum Beispiel, ja, was interessiert dich das? Was geht dich das an? Dies und das, weißt du? Scheiße, ja, mein WLAN. Boah, ich fick dein WLAN, Dylan, ja. Auf jeden Fall, eines Tages, ich denke mir, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ich schreib dir an, ich so, ey, das mit uns geht nicht mal weiter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich war abgefuckt. Die hat mich eines Tages abends abgefuckt, ne? Ich hab zu ihr am Telefon gesagt, ey, du gehst morgen zur Schule. Ich sag, du gehst morgen zur Schule, du nimmst dir keinen Krankenschein. Und die sagt, ja, du bist gegen mich, statt du an meiner Seite bist, dies und das, weißt du? Ey, Digga, warum wird sowas nicht wertgeschätzt? Statt ich zu ihr sage, ja, komm, nimm dir noch eine Woche Krankenschein, komm, geh nicht zur Arbeit, geh nicht zur Schule. Ich leite die doch somit auf die schiefe Bahn. Ich check das nicht, ja? Wie behindert muss man sein? Weißt du, ich meine? Verstehst du mein Prinzip? Ja, ne, ich will dir auf den richtigen Weg leiten. Ich sag zu ihr, geh zur Arbeit, geh zur Schule, nimm dir keinen Krankenschein, unnötig. Du hast schon eine Woche genommen, reicht. Wofür zwei Wochen, wofür unnötig? Statt die sagt, ey, guck mal, sehr nett gemeint von dir, ne? Ich verstehe dich und so, aber ich habe wirklich keinen Bock und so, bitte versteh mich auch. Ich hatte die ganze Mal, wie so ein Mensch schreit, weißt du, redet die voll in einen anderen Ton mit mir. Und dann, die zeigt mir so Gefühle, die zeigt mir so Interesse, aber schreibt anderen Jungs an, folgt anderen Jungs. Boah, das hat mich voll abgefuckt, ich schwör auf alles, das hat, ich sag dir ehrlich, das hatte voll meine Gefühle verletzt, unnormal, weil ich dachte mir ehrlich, okay, das wird jetzt wirklich was Ernstes mit dir. Und dann einfach sowas, ja. Ich habe jetzt kurz und knapp zusammengefasst. Ja, ne, ich würde jetzt komplett erzählen, aber ich habe wirklich nur kurz und knapp zusammengefasst. Ich hoffe, du hast schon verstanden.
Die war 18. Die ist älter als ich, die ist 2003 Jahre. Die wird jetzt 19. Dezember irgendwann. Auf jeden Fall. Walla, ich war. Janne, ich habe versucht, die ganze Zeit zu motivieren. Die sagt zum Beispiel so, ich habe keinen Bock, dies und das. Arbeit, Schule, so früh aufstehen. Ich schwöre auf alles, ich habe solche Motivationssprüche ihr rausgehauen. Ne, so, ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin immer gut gelaunt. Ihr wisst, ich bin immer gut gelaunt. Aber mit ihr war das voll komisch. Die hat mich immer. Wegen ihr war ich immer negativ drauf. Abo. Wegen ihr, die. Boah, ich war so oft abgefuckt wegen Dina, weil die mich so oft abgefuckt hat, ne? Übertrieben. Ich war selbst zu meinen Eltern scheiße. Nur wegen ihr, weil ich so abgefuckt war. Ich habe nie gegessen und so zum Beispiel. Mit diesem Fall dachte ich mir auch, ich schwöre auf alles, ich dachte mir, ey, was ist los mit dieser Menschheit? Ich sag zu ihr auch noch, ich so, ey, guck mal. Ich will jetzt ihren Namen nicht sagen. Ich selbst ein Privatjahr, ich kann dir auch ihr Account sagen, die ist auch öffentlich und so. Dann kannst du sehen, wie die aussieht. Ich sag zu ihr, ey, guck mal, du bist ein Jahr älter als ich. Du bist ein Jahr älter als ich, aber bist unreifer. Ich so, wie kann man so unreif sein wie du? Auf einmal sagt die zu mir, ja, was denkst du, wer du bist und so, wie, ich bin unreif. Du hast keine Ahnung und so, du kennst mich erstmal seit einer Woche. Ich so, ey, guck mal, red doch vernünftig, schreib doch normal. Digga, die war wirklich, also, und dann sagt die, und dann habe ich sie gefragt eines Tages, Dylan, ne? Ich sag zu ihr, ich so, ey, warum folgst du eigentlich so viele Jungs auf Insta? Die so, boah, stalkst du mich oder was? Ich sag, ey, stalk dich nicht, aber ich habe einfach nur geguckt, wie viel, wen du alles folgst, weil, ey, wir wollen uns kennenlernen, natürlich gucke ich. Dylan, du willst eine Person zum Beispiel kennenlernen, du guckst doch auch, wen der folgt. Das ist was ganz Normales. Ich so, warum folgst du denn so viele Jungs? Sagt die, ja, damit die mir zurückfolgen. Ich so, hä, wie damit die zurückfolgen? Sagt die, ja, damit ich mehr Follower habe und so. Ich so, hä, was bringt dir das? Die so, ja, hä, Follower? Ich so, ja, was bringt dir das dann, ob du 1000 Follower hast oder 100? Die so, ja, ich will's aber. Und dann denke ich mir ehrlich, ey, bist du behindert oder so? Ja, ich rede, wenn die Diäte auch dich auf Dauer nicht glücklich macht, genau. Ey, ich hatte so Hass gegen die dann, ne? Ich dachte mir innerlich, ey, warum sind manche Menschen so, ja? Ich dachte mir innerlich, ich kann sie vielleicht verändern, weil ich weiß, wie ich bin. Weißt du? Ich bin immer gut gelaunt, immer positiv drauf, weißt du? Und also bevor ich einen Menschen auf die schiefe Bahn leite, Digga, schieß mir eine Kugel ins Bein, weißt du? Ich wäre der Letzte, der einen Menschen in die schiefe Bahn leitet. Wie krass manche Menschen sich von jetzt auf gleich ändern. Ja, übertrieben, Walla. Am Telefon die ganze Zeit, ey. Wir haben ja FaceTime gemacht. Und du kennst das. Man guckt sich an und dann lächelt man so. Und dann kommen so... Dann, weißt du? Dann, wenn man sich anguckt in die Augen, so dann, du weißt schon, dann baut man automatisch so ein bisschen Gefühl auf, weißt du? Man gewöhnt, ich habe mich voll schnell an sie gewöhnt, weißt du, aber nach den ganzen Aktionen, ich habe mich voll verarscht gefühlt, weißt du, weil wir lernen uns gerade kennen, was macht die schreibt anderen Jungs an, die folgt anderen Jungs und ich bin schon eine eifersüchtige Person, ich sag dir ehrlich, ich war eifersüchtig, ich schwör auf alles, aber das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ganz normal wie ein Mensch gefragt, so, ey, warum folgst du so viele Jungs und so, ne, dies und das, und dann kam mal so Gegenargumente. Immer solche, ne, wie ich gerade schon gesagt habe. Vielleicht war sie auch nicht bereit, was wir... Doch, Walla Bila, die hat die ganze Zeit gesagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben, ich will einfach nur heiraten und so. Janne, die wollte schon, ich habe schon gemerkt, die wollte schon was Ernstes. Wir haben wirklich 24/7 telefoniert und so, ne. Wir sind selbst rausgegangen, wir waren draußen. Aber dann dachte ich mir eines Tages, abends war ich abgefuckt im Bett, die hat mich abgefuckt am Telefon. Weil die gesagt hat, die geht morgen nicht zur Schule. Und ich habe gesagt, ey, du gehst morgen zur Schule und so. Was ist los mit dir? Du machst deine Zukunft nur kaputt, habe ich gesagt. Ich so, wenn du so weitermachst, schmeiß ihn dich von Ausbildung raus. Mach das nicht und so, habe ich gesagt. Das ist nicht gut. Aber wieso spielt man am Ende so krass mit, damit, als wäre es nichts? Ich schwöre auf alles, Walla, ich sag dir ehrlich. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich schwöre auf alles. Walla, mein Herz hat sich voll verletzt angefühlt. Ich schwöre auf alles, Walla. Auch wenn wir uns nicht so lange kannten, aber... Manchmal ist das halt so. Manchmal gewöhnt man sich schnell halt an einen Menschen und ja.
Weil ich habe mir auch schon ein bisschen Hoffnung gemacht bei ihr. Das war falsch von mir. Ich habe mir wirklich zu schnell Hoffnung gemacht. Und dann diese Hoffnung, also aus den Hoffnungen, ist dann halt sowas passiert. Aber dann dachte ich mir, Sikerim, machst du lieber jetzt Kontaktabbruch, bevor das später schlimmer wird. Weil ich hab gemerkt, wie ich wurde immer anders. Ich wurde auch immer negativ. Ich war auch immer negativ drauf wegen ihr. Zum Beispiel meine Eltern fragen mich was, dann habe ich immer auch so dumme Antworten meinen Eltern gegeben. Ich bin eigentlich gar nicht so, warte. Ich bin eigentlich gar nicht so. Ich bin der letzte Mensch, der zu meinen Eltern kalt ist oder so. Oder irgendwie so dumme Antworten meinen Eltern gibt. Ich bin der letzte Mensch. Aber als ich mit ihr Kontakt hatte, wegen ihrer Art, wegen alles, wegen dies und das, wurde ich dann auch so ein bisschen langsam anders. Und ab dem Moment an, Digga, dachte ich mir, ey, Eray, das bist du nicht. Was machst du hier? Was machst du? Mit was für Menschen hast du Kontakt? Ich so, Eray, andere falsche Menschen können mit dir Kontakt haben. Das passt, aber du nicht. Dann habe ich sie angeschrieben. Ich so, ey, so. Ich wollte die anrufen, aber die ist nicht rangegangen, weil die mit jemandem am Telefonieren war, was sie mir nicht sagen wollte. Habe ich gesagt, ey, so, guck mal, ich sagte jetzt im netten Ton und so, ich lass keinen Kontakt mehr haben, alles schön und gut, okay? Ihr Falten vor allem dieses, boah, interessiert dich das und so, kenn ich mich so. Ich schwöre auf alles ganz genau, du weißt schon, was ich meine, ich merke schon. Genau, so eine kindische Art, ne? So eine kindische Art, ne? Wallah, gar nicht reif genug, gar nicht erwachsen genug, wallah, nix. Ich gebe ihr Komplimente auf süß. Weißt du, ich sag zu ihr, ey, deine Haare offen, sieht voll schön aus. Die sagt, boah, halt die Fresse, schleim nicht. Aber die meint das ernst, die meint das nicht Spaß. Die lacht nicht dabei, die meint das ernst. Wallah, ich erwarte von einem Mädchen, dass sie dann sagt, ey, danke schön, voll nett von dir und so, weißt du? Das ist toll, das ist geil, wenn die so reagieren. Wallah, also, ist... Und dann dachte ich mir, ey, das kann so nicht weitergehen. Weil ich habe selber, wie gesagt, gemerkt, ey, ich werde auch anders wegen ihr. Ich werde auch anders. Ich so, das bin ich nicht. Habe ich gesagt, egal, ich mache Kontakt ab, was sie kennen. Dann habe ich mir ein, zwei Tage auch Gedanken drüber gemacht. Dachte ich mir, ey, scheiße, war das gut, dass ich Kontakt ab gemacht habe? Habe ich einen Fehler gemacht, dies und das? Ich habe mir so behinderte Gedanken, ich so behindert darüber nachgedacht. Obwohl die eigentlich ganz klar im Unrecht war. Ich wollte das einmal loswerden, bitte. Verzeiht mir, Chat. Ich wollte das einmal loswerden. Das war die ganze Zeit in mir drinne. Und ich konnte darüber mit niemandem reden, außer mit Kollegen und so. Aber ich wollte das einmal loswerden. Einmal raus. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, aber... Wallah, die dann... Ich habe ihr Komplimente gemacht. Ich gebe ihr Motivationssprüche. Ich schwöre auf alles. Aber die Motivationssprüche aus der Hölle. Du kennst, also. Ich habe wirklich einige Motivationssprüche. Ne, das ist krass. So. Aber das wurde einfach nicht wertgeschätzt. Ich habe mich am Ende so voll verarscht gefühlt. Ich dachte mir innerlich, ey, was. So. Wer bin ich, Digga? Ja, und dann habe ich Kontaktabbruch gemacht, dies und das. Habe ich gesagt, ey, guck mal, ich habe kein. Bock mehr und so, ich will keinen Kontakt mehr. Selbst da hat die Behnert geantwortet. Die so, boah, du fragst dich mal, wie es mir geht. Ich so, ey, warum soll ich fragen, wie es dir geht, wenn du mir immer so kalte, dumme Antworten gibst? Ja, was soll das? Ich frage dich irgendwas, da kommen so kalte, dumme Antworten. Was soll das? Ja, wir sind noch keine kleinen Kinder. Wir sind noch erwachsene Menschen schon, ne? Nee, ich schlag die. Ich hab die auch geschlagen, wenn ich ehrlich bin. Als wir draußen waren. Die hat mich aggressiv gemacht. Die piekst mich die ganze Zeit so. Die schlägt mich gegen meinen Arm. Ich so, ey, reicht, übertreib nicht. Ich so, ich schlag dich gleich. Ich so, hör auf. Die so, mach doch. Ich so, schwöre, ich schlag dich gleich. Und dann konnte ich meine Aggression nicht unter Kontrolle halten. Dann habe ich so gegen den Arm geboxt und so. Dann hatte die blaue Flecken, die Arme. Hätte so gefragt, wie geht's dir? Hätte die ihr gesagt, juck dich nicht. Wallah, ich schwöre auf alles sogar. Ey, da schlägt einfach jeden, der hat mich auch. Ey, das brauchst du nicht zu spoilern hier. Nein, aber. Guck mal. Da hebe ich die Hand hoch und sag, ist nicht gut von mir, ist nicht korrekt von mir. Da hebe ich wirklich die Hand hoch und sag, ey, das ist meine Schuld. Da aus diesem Fehler muss ich wirklich lernen. Aber die wollte nicht aus ihren Fehlern lernen. Beziehungsweise aus ihrer Art.
Aber ich heb die Hand hoch und sag, ey, ne, das muss nicht sein. Mit dieses auf. Natürlich habe ich nicht durchgezogen, ich habe natürlich leicht geschlagen, also jetzt, ne, denk nicht falsch von mir. Das war so ein kleiner Schlag. Aber selbst das muss ja nicht sein. Aber egal, Hauptsache, ich weiß das ja, dass das nicht gut ist und nicht korrekt ist von mir. Hauptsache, ich weiß das. Das reicht. Ja, Dylan, so auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich musste das einmal loswerden, ja. Man hat so oft schlechte Tage, wo man auch kalt dagegen war. Also. Ja, genau, natürlich hat man schlechte Tage, ja, aber Dylan, das ging bei ihr 3-4 Tage lang, ich bitte dich. 3-4 Tage lang. Sorry, dieser Voice Crack. 3-4 Tage lang. Anakin, ich bin Main Charakter. Ja, also, ich musste das einmal loswerden, ne? Aber egal, jetzt, das hat mir jetzt noch mehr gute Laune gegeben, weil ich weiß, okay, es gibt noch normale Menschen mit Verstand da draußen. Es gibt noch normale Menschen, die genauso denken wie ich. Wallah, ich habe mich gefühlt wie ein Außenseiter. Ich dachte mir, ey, bin ich ein Opfer? Was mache ich hier? Ist das richtig, was ich mache, oder falsch? Ist das cool, was ich mache, oder ist das opferhaft, dachte ich mir. Aber... ja. Wirklich. Sehr dumm. Und die hat wirklich am Tag 5 Jungs mindestens gefolgt, 9. Ich gehe auf ihr Insta, ich gucke wieder 5, 9 Jungs. Wir sind am Telefonieren ganzen Tag. Ganzen Tag. Wir schlafen am Telefon zusammen ein. Ich stehe morgens auf, ich gucke wieder 3, 4 Jungs. 3, 4, 9 Jungs am Folgen. Ich denke mir so, ey, wir haben gerade mal 10 Uhr morgens. Wir haben die ganze Nacht telefoniert. Wie schnell, was machst du? Wie? So, wenn du nichts von mir, wenn du was von mir willst, warum folgst du dann anderen Jungs? Wenn du mir schon die Hoffnung gibst, weißt du? Was soll das dann? Verstehst du? Wenn ich mit einem Mädchen Kontakt habe, ich mit dir was Ernstes will, ich ihr auch die Hoffnung gebe, dass aus uns was werden kann, dann folge ich doch auch nicht. Am Tag 3, 4 neue Mädchen. Oder nicht? Ist das nicht ekelhaft? Ich kann mir nicht mehr vorstellen, sobald du diese Junge gesehen hast. Aber Liste. Wallah, ich schwöre auf alles, ich gehe auf ihr Profil. Ich denke mir so, hä? War das jetzt, weil wir haben so in der Nacht geredet und so dies und das. Die hat erzählt von ihren Eltern, ich habe erzählt von meinen Eltern, die saß Elternvorstellung, Morscheln, sowas. Diese Filme, du weißt schon, was für Filme ich meine. Ne, da baut man Hoffnung auf. Dies und das. Und dann schießt du morgens auf und dann siehst du, hä? Wer sind diese Jungs? Warum? Da haben so 1, 2, okay, vielleicht von der Schule, Klasse, aber am Tag, jeden Tag 5, 9 Jungs. Wallah, Billah, ich schwör auf alles. Und die Jungs folgen der natürlich auch zurück. Und ich weiß ja nicht, ob die schreiben oder nicht. Und dieser Gedanke macht dich krank. Du bist mit ihr am Telefonieren. Du denkst hier, verarscht ihr mich nicht. Schreibt die hinter deinen Rücken noch mit anderen Jungs. Ich zocke ein bisschen. Ey, sorry, dass ich ein bisschen überlesen habe hier eure Nachrichten, Alter. Ach ja. Das war aber auch dumm von mir, Wallah. Eigentlich bin ich gar nicht so einer, der bei dem das so schnell geht, weißt du? Ich war voll dumm. Ich dachte mir, ey, komm, jetzt eine Freundin wäre doch voll krass und so. Eine, die ich liebe, eine, die mich liebt. Eigentlich bin ich gar nicht so, aber ich weiß nicht, was los mit mir war. Also letzte Zeit war da Katastrophe. Deshalb fange ich jetzt auch wieder ein bisschen an mit YouTube, ein bisschen mit Streams, weil ich mich davon noch ablenke. Mit Streams werde ich wieder zum alten Erei. Versteht ihr? Ach ja.
Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, Allah. Ich habe mich in letzter Zeit selber nicht erkannt. Ey, Era, ja, Bruder, erzähl. Aber egal, ich schwöre auf alles, das hat unnormal gut getan, das rauszulassen. Batterie, Abo, übertrieben. Wallah, so eine Erleichterung, ne? Ich schwöre auf alles. So eine Erleichterung. Aber man sagt nicht umsonst, Gott trennt dich von Menschen, die dir nicht gut tun. Was passiert? Ich habe Kontakt abgebrochen. Ich habe den Kontakt abgebrochen. Warum? Denkt ihr einfach so? Wie lange ist das her? Wenn ich ehrlich bin, vor 2 Tagen. Jetzt aktuell. Wir haben uns auch vor 2 Wochen getroffen. 2 Wochen, ja doch, oder? Ja, vor so, okay, nicht 2 Wochen, aber so vor 10 Tagen. 11. 2 Tage, ja. Vor allem das, was mein Kopf fickt, ist, ey, du hast einen Menschen, so, der an dich denkt, der richtig an dich denkt, der keine falschen Absichten hat oder so. Ihr wisst, was ich meine mit falschen Absichten, so falsche, so, ich will nur das und das mit dir machen. Und ey, Digga, das wird gar nicht wertgeschätzt, Alter. Wird zwar bestimmt, natürlich, aber nicht von ihr. Und dann dachte ich mir, hatte ich voll Ekelgefühle. Ich mir so, ey, was passiert hier? Was passiert hier? Mache ich irgendwas falsch am Monaco? Erzählt mal, ja, erzählt ihr mal irgendwas. Die ganze Zeit bin ich am Erzählen. Erzählt ihr mal jetzt irgendwas. Aber Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt. Dankeschön, sehr nett von euch. Ein Monat, dann fange ich aus. Ey, Dylan, Wallah, ich freue mich übertrieben für dich, Wallah. Unnormal. Ich schwöre auf alles. Ich freue mich so sehr, als ob ich die Ausbildung neu an, als ob ich eine Ausbildung anfange, weißt du? Unnormal. Geh auch mal. Ja, wir machen gleich wieder ein bisschen, Bro. Wir haben ein bisschen Real Talk hier gemacht. Komm, ich besuchen. Wo machst du nochmal Ausbildung? Machst du als Krankenschwesterin? Ach ja, Dedinja, tamam, sorry. Ich weiß wo. Inshallah, komm ich vorbei. Stimmt ja, genau. Alter, ich will jetzt nicht über alle reden, aber manche aus meiner Klasse 3 Typen pro Woche. Wer, die Mädchen 3 Typen pro Woche? Ekelhaft, Bruder, ekelhaft. Bitte, erzähl mir das nicht. Ich krieg Ekel. Bruder, ich sehe manche Mädchen auf TikTok, ne? Ekelhaft, Bruder. Ekelhaft. Manche Sachen werden so normalisiert, ne? Manche fühlen sich zu wohl. Ich denke mir, ey, ekelhaft. Und kommen die mit Mickets, der jetzt bestimmt Rückbank. Schade, dass du so etwas durchmachen musst. Das ist geil, du Ehrenmann. Voll süß von dir. Also bald habe ich Auto. Bald geht auch bei mir die Rückbank-Session los natürlich. Nein, Spaß. Chillt mal, ey. Also wirklich, das war das erste Mal, wo ich mich nicht selber wiedererkannt habe. Jetzt die letzten... Die letzten Wochen, die letzten Tage. Wallah. Und so kommt man halt ins Teufelskreis, wenn du mit den falschen Menschen zu tun hast. Wenn du mit falschen Menschen zu tun hast, wirst du auch automatisch zum falschen Menschen. Die leiten dich auch automatisch auf diese Bahn. Du wirst abhängig von dem. Und sobald du abhängig von falschen Menschen wirst, wirst du auch automatisch ein falscher Mensch. Du änderst dich. Das habe ich gemerkt, das habe ich gelernt. Was gibt's wirklich? Ich dachte mir immer, ey Digga,
Man kann sich doch nicht verändern. Man ist doch so, wie man ist. Wie soll man sich verändern für jemanden? Aber ey. Ich habe daraus gelernt, Walla. Wirklich. Weil ich habe selber gemerkt, wie ich mich langsam gehen lassen habe. Manche Sachen gefallen lassen habe. Das Krasse ist, wie sehr die Laune von einem anderen. Unnormal, unnormal, Dylan, unnormal, Walla. Unnormal. Ich dachte mir, zum Beispiel, als die neuen Jungs gefolgt hat, dann dachte ich mir, ey, denkt ihr nicht an mich, wenn ich das sehe? Weißt du? Ja, ne. Ach, keine Ahnung. Wenn wir zum Beispiel nicht so krass in Kontakt haben, tamam, Volk, was juckt mich das? Ja, aber wir haben FaceTime gemacht die ganze Zeit. Wir sind rausgegangen. Wir haben über ernste Dinge geredet, die ich jetzt nicht hier sagen kann im Stream. Aber ja. Wie viele Mädchen haben wir gerade im Chat? Nur zwei, glaube ich, Bro. Ach ja. So ist das auf jeden Fall. Man sagt nicht umsonst, die Liebe, die kannst du dir nicht aussuchen. Die kommt einfach so. Die kommt einfach. Irgendwie enttäuscht mich das, wie du, wie die zu dir gewesen ist. Ich kann mir vorstellen, dass die so sagt, boah, ich finde keinen und so. Ja, genau das hat die selbst zu mir gesagt. Genau das hat die selbst zu mir gesagt. Guck mal, die hat mir erzählt, als sie mit ihr Freund zusammen war, der Freund ist ihr viermal fremdgegangen. Ich so, das kann nicht sein, du verarschst mich jetzt. Ich so, der Typ ist ihr viermal fremdgegangen und du hast ihn viermal verziehen. Die sagt, ja, jeder Mensch verdient eine Chance. Dylan, ihr Ex-Freund ist ihr viermal fremdgegangen. Viermal. Und die hat die viermal verziehen. Viermal. Viermal. Und dann kommt so einer wie ich, der ganz normal fragt, mit wem sie telefoniert hat, als ich sie angerufen habe. Und dann kommt so eine Antwort wie, was interessiert dich das? Komm und raste nicht aus. Komm und raste nicht aus. Verstehst du, was ich meine? Verstehst du mein Prinzip? Der Junge, der behandelt die Scheiße, der geht die Firma fremd. Firma. Was macht die? Die verzeiht ihm. Und dann kommt so einer, der nett ist, der ihr Interesse zeigt. Weißt du? Und dann kommen solche Antworten. Dann dachte ich mir, ey, stehen Frauen drauf, wenn man die Scheiße behandelt, wenn man die Scheiße behandelt, wie ein Hund behandelt. Versteht, was ich meine? Ja, ich schreibe dir jetzt, tamam. Insta, gell? Die Losch, wo bist du denn? Da bist du ja. Nein, warte, falsch, warte. Warte. Geh Insta yolladım. Dilan. Ach ja. Aber egal, Freunde. Ich sage euch das alles, damit ihr nicht diese Fehler macht. Damit ihr auch wisst. Versteht ihr? Nein? Okay.
kam, jetzt kommt meine Meinung, sie ist wirklich Zucker. Sei ehrlich, dachte ich mir auch. Ich habe die gesehen, ich denke mir so, oh mein Gott. Perfekt. Perfekt. Süß, unnormal. Und diese Abo-Liste, Leute. Sei ehrlich. Hast du die Abo-Liste gesehen, Dylan? Bitte, guck dir das mal an. Und ich sag dir ehrlich, ich als Typ sag, die Jungs sehen fresh aus. Ich, Wallah Bila, ich hab gezählt, ich schwöre auf alles, mehr als 40 Jungs. Und ich als Junge sage, die sehen fresh aus. Dann selbst ich gerade mal, ich folge gerade mal 4 Mädchen auf Instagram oder so. Das ist einmal Aisha, das ist dann einmal eine aus meiner alten Klasse damals, das ist dann einmal meine Cousine und von meinem Bruder die Frau und von meinem Cousin die Frau. Mehr nicht. Und ein, zwei noch, mit denen man so Kontakt hat, aber so auf diese Netbasis. Die folgt mehr Jungs als er. Walla, Billay, ich schwöre auf alles, die folgt mehr Jungs als ich. Walla. Hast gesehen, die Landimme? Irgendwie, ich sag dir ehrlich, ich muss das auch loswerden. Die sieht ein bisschen aus wie du. Sorry, dass ich das so sage, die sieht aus wie du. Walla, die sieht aus wie du. Ich schwöre auf alles, die sieht aus wie du. Als ich auch mit dir Kontakt hatte, ich musste ein paar Mal an dich denken, sorry. Walla Bila, sorry, ich musste ein paar Mal an dich denken. Ich schwöre, wegen der Brille, Dylan, doch. Ich muss das sagen, tut mir leid. Nur wegen Brille. Walla Bila, ich musste, also, scheiße, mein Like ist noch da. Warte. Hat die noch mein Bild geliked? Ja, okay. Ich lass meine. Auf jeden Fall, Walla, ich musste ein paar Mal an dich denken, ich schwöre. Auch ihre Stimme, die war ein bisschen wie deine, ich sag dir ehrlich, Walla. Ich box dich, Alter, hör auf. Nein, Walla, das ist nicht böse gemeint, Dylan, ich schwöre auf alles. Aber die ist genau das Gegenteil von dir. Genau das Gegenteil. Ja, ne, sie ist positiv. Genau das Gegenteil, Walla. Was bringt ihr das, was bringt ihre Süßheit, ihre Schönheit, wenn der Charakter nicht stimmt? Man sagt nicht umsonst, Charakter ist das Wichtigste eigentlich. Natürlich spielt Aussehen auch eine große Rolle. Ist einfach so. Aussehen spielt auch eine große Rolle. Aber Charakter natürlich auch sehr, sehr. Du folgst Abonnenten seit wann? Ja, ich folge ein paar Abonnenten so. Was soll ich dazu noch sagen? Aber egal. Jetzt, zum Glück, ist sie weg von mir. Ich bin weg von ihr. Ja. Einmal Mädchen sind ähnlich. Nee, ich will keine mehr aus Mal. Bitte. Eigentlich, ich will auch keine aus Recklinghausen. Ich habe 2 bis jetzt aus Recklinghausen kennengelernt. Und wirklich, das sind die Besten gewesen. Du weißt, wer Dylan, du weißt ganz genau, wer. 2, denk nach. Bin ehrlich, meine Stadt auch nicht. Ja, aus Erkenschwil kenne ich niemanden so. Ja, ist das mit YouTube-Pause lange Geschichte oder kann man schnell erzählen? Bruder, YouTube-Pause hat auch was damit zu tun, Bruder. Aisha laut, Era sieht die aus wie ich. Bisschen. Ich musste ein paar Mal an dich denken, weil die ist auch so klein gewesen. Auch so ein bisschen dünn. Und auch Brille und auch ihre Stimme. Ich schwöre. Ja, so auf jeden Fall. Und jetzt habe ich gar keinen Bock, meine neue kennenzulernen.
frag Edda, ob ich darf. Mein WLAN wieder, Mann. Aisha, ich schreib die gleich, okay? Ich schreib die gleich, dann kannst du auch gucken, Tom. Ja, na, wenn ich schon erzähle, dann kann ich auch ruhig sagen. Ich vertraue euch auch da, dass ihr in die Story oder so guckt. Oder keiner irgendwie schreibt oder so. Was sollt ihr auch schreiben? Was wollte ich sagen? Was habe ich gerade gesagt, ja? Ich habe gerade irgendwas gesagt. Was habe ich gesagt? Auf jeden Fall jetzt, Wallah, ich habe wirklich gar keinen Bock, meine neue kennenzulernen. Wirklich voll Abtörn bekommen. Da dachte ich mir, Khalas, komm. Ich werde jetzt bald 18, ich habe bald Führerschein. Ich bin bald mit meiner Ausbildung fertig. Die Zeit kommt langsam. So dachte ich, ne? Ist ja auch so. Am 29.07. komme ich von der Türkei zurück und dann gehe ich in die Prüfung, habe ich meinen Führerschein. Am 12.08. werde ich 18, inshallah. Ende des Jahres bin ich auch mit der Ausbildung fertig. Ja, ne? So, was will ich noch mehr? Ich habe alles, fast. Außer mein Benz. S-Klasse. Der fehlt noch. Wie viele Jahre kennen wir uns eigentlich? Boah, bestimmt 3 Jahre, Bruder Sky Guy. Safe. Ich habe ja mit 14 angefangen zu streamen. Ich glaube, als ich 15 war, kam schon in meinen Livestream. S-Klasse muss normal. Ja. Warte, das hört jetzt auch arrogant an. Aber ich dachte mir auch, als ich mit ihr Kontakt hatte, ey, die hat so einen wie mich nicht verdient. Sie kere Moruk hat die nicht. Warum gebe ich ihr Motivationssprüche, wenn die nicht auf mich hört? Warum? Was bringt mir das? Bringt mir das weiter? Nein. Ändert die sich? Nein. Hört die auf mich? Nein. Ganz einfach. Ich glaube echt, dass ich Vodafone anrufe die Tage. Lass zusammen anrufen. Vodafone macht bei mir auch Faxen. Aber jetzt aktuell geht zum Glück. Hört sich zwar ein bisschen arrogant an, aber ich dachte mir auch innerlich, ey, sie kennen. Ich habe auch irgendwo meine Prioritäten. Moruk, Wallah. Nicht immer Frauen, Frauen, Frauen. Ich habe auch, ich hab auch irgendwo meine Prioritäten, Digga. Sie kennen. Ja, Mann. Und diese eine Sache halt, hat die letzten Wochen meinen Kopf halt richtig kaputt gemacht. Kopf gefickt, unnormal. Ansonsten ging es mir zum Glück sehr gut in letzter Zeit, Wallah. Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Außer demotiviert und so wegen YouTube. Aber ansonsten nichts Neues. Bei mir geht WLAN einfach manchmal eine Stunde nicht. Oha, Wallah, dann würde ich anrufen. Eine Stunde Nedemek, ja? Bin ich der älteste OG jetzt gerade Chat im Stream? Boy. Aisha ist natürlich auch OG. Also Dilosh 4.5 ist sowieso OGste OG. Warte mal, was hat sie? Ja, doch. Dilan kennt auch sehr lange meinen Kanal. Ich weiß noch erstmal, wo du in meinen Livestream reinkamst. Da kamst du, glaube ich, mit Olivia rein. Ich guck nur noch im Chat, auf einmal ist sie eine Dilosh. Ich dachte am Anfang, du wärst meine Cousine, Wallah. Meine Cousine heißt Dilara, weißt du? Aber wir nennen die auch Dilosh, Abkürzung. Ich guck so, Dilosh? Ich denke mir so, scheiße, das ist meine Cousine jetzt? Ich fahre dabei, als Apple Rapper werden wollte. Ja, klar. Du sagst einfach, ich will Rapper werden, ne? Apropos Rapper. Obwohl, kein Bock jetzt. Ich wollte eigentlich jetzt Freestyle machen, weil ich Bock hatte, aber egal. Kein Bock jetzt. Er rein mit seinen Parts. Wallah, ich hab diese Parts seit 3 Jahren und ich sing die einfach immer, ja. Immer, ihr kennt meinen Part schon. Er rein, bra, ich bin da. Entweder mach ich Schnapp. Oder? Ja, wie schon. Isabel kennt es auch auswendig. So, gibt's was Neues auf mein Handy? Boah, wie viele Chayas mir geschrieben haben. Abo, wenn ihr mal meine DMs sehen würdet. Das war natürlich ein Spaß, nicht meine Nachrichten.
Ach ja. Ja, oh mein Gott. Was machst du da? Was hast du da? Was, hä? Muss man nicht verstehen, aber. Ja, oh mein Gott. Was machst du da? Ich weine gleich vor, wieso ist mein WLAN so? Ach, wer? Scheiß Vodafone, ne? Snap vor einem Jahr. Ach ja, Chat, ich habe auch übrigens eine neue Brille. Ich sehe aus wie ein Jurastudent mit der Brille, walla. Ich habe eine neue Brille, walla, ich sehe aus wie ein Jurastudent. Guck nicht, ich habe gerade Kontaktlinsen, aber ich mache nicht immer Kontaktlinsen dran. Ab und zu ziehe ich auch Brille an, wenn ich Bock habe. Wollt ihr sehen, wie ich mit der Brille aussehe? Wollt ihr wirklich sehen? Nein, das ist kein Spaß, walla, ich sehe aus wie ein Jurastudent. Ich schwör auf alles. Wollt ihr sehen? Aber hört auf zu lachen, Walla Billa. Digga, einfach. Übertrieben ungewohnt, ja, oh mein Gott. Walla Billa, was ist das? Das sieht aus wie ein Student, ja. Das ist doch nicht ehrlich. Einfach Student geworden. Amona, jetzt hab ich mein Handy ausgemacht. Einfach viel besser als ihr. Ja, ich finde die auch viel besser als die alte. Aber ja. Übrigens, du kannst auch gerne mal meine Story liken, Dylan. Das wäre auch sehr nett. Würde ich mich sehr freuen. Wenn ich ein Like kriege von ein sehr nettes Mädchen. Hat Aisha schon geliked? Ja, klar. Mache ich später. Steht aber. Dankeschön, Dankeschön. Sehe aus wie ein Schwein. Der alte Rai. Sieht mein Profilbild komisch aus. Zeig mal. Warte, ich hab eine Anfrage. Effe, du bist doch King, Junge. Zeig mal dein Profilbild. Warte, dein Profilbild sieht ehrlich sehr schön aus. Weißt du warum? Soll ich mal auch was sagen? Guck mal, dieses Mädchen, die hat sich auch ein bisschen offener angezogen. Ein bisschen zu offen. So kurze Sachen, kurze Short und so. So hier mit, ihr wisst schon, was ich meine, hier vorne Ausschnitt und so. Tamam, es ist warm, Sommer, dies und das, kann man machen. Aber ich finde, wenn man sich anständiger anzieht, zum Beispiel, wie du jetzt, was du jetzt auf deinem Profilbild da anhast, die dann. Walla, 20 von 20. Ich schwöre auf alles. Sowas zieht mich noch mehr an bei Frauen, bei Mädchen, walla. Wenn die sich anständig anziehen, vernünftig. So, nicht zu freizügig, walla. Weil, ich sag euch ehrlich, wenn die sich, guck mal, es gibt zwei Unterschiede. Wenn die sich freizügiger anziehen, wenn man mehr sieht von denen, denkt man sich so, boah, geil. Hört mir zu. Ich bin ehrlich, Amunakoim. Ich bin ehrlich. Man denkt sich dann, boah, geil. Einfach nur, boah, geil. Aber wenn die sich anständig anzieht, also so lange Sachen, ein T-Shirt, ganz normal T-Shirt, aber das T-Shirt, so wie Mindsets, das hier so alles vorne bedeckt und so, ne? Langes Oversize-T-Shirt zum Beispiel, so wie was ich gerade anhab, was auch so, was halt hier vorne bedeckt, auch unten bedeckt, wisst ihr? Walla,
dann sagt man als Mann hübsch, wie hübsch, unnormal hübsch. Und da sind zwei Unterschiede zwischen geil und hübsch. Versteht ihr? Zwischen geil und hübsch, da sind zwei Unterschiede. Wenn man hübsch sagt, denkt man sich, boah, das ist die. Genau so eine will ich, genau so eine suche ich. Und zwischen geil versteht man, boah, einmal mit der Dingens und fertig. Versteht ihr? Versteht ihr, was ich meine? Okay, ihr seid jetzt hier ein bisschen jünger. Aisha, Sky Guy, FMF. Aber egal. Lieber wisst ihr das jetzt statt später. Auf den Punkt gebracht. Ist so. Wenn ich eine sehe, egal ob Türken, egal welche Landsfrau, wenn die Freizüge angezogen ist, wenn die das präsentiert, denke ich mir nicht, ey, hübsch. Wallabila, was für hübsch? Was ist daran hübsch? Was für hübsch? Sie kennen hübsch. Was soll ich mit so einer? Soll ich so eine meine Mutter vorstellen oder was? Ich denke mir einfach nur, boah, geil. Und dieses boah, geil heißt halt, ne? Einmal Dingens und dann ciao. Und dann will ich nichts mehr von dir. Tschüss. Aber dieses hübsch, das hat eine wichtige Bedeutung. Das ist das, worauf es ankommt. Ich finde eigentlich, man merkt an am Namen, dass es ein Mädchen ist. Nein, diese Anakin Skywalker, das ist ein Junge. Oder was meinst du, Dila, ne? Lies bitte, zeig mal, was hast du denn reingeschrieben, Bro? Beleidige ich Aisha, wenn ich die ganze Zeit gedacht hatte, dass sie ein Junge wäre. Hä, du dachtest, Aisha wäre ein Junge? Ach so, das meinst du, Dila. Ach so, okay, ah. Ach so, der dachte, dass Aisha ein Junge wäre, okay. Sorry, jetzt habe ich das verstanden. Aisha ist weiblich als das Wort weiblich. Und das ist auch wichtig, dass eine Frau sich auch weiblich benimmt. Das ist, also ab und zu kann man ein paar Faxen machen. Dagegen habe ich nichts, dagegen sage ich nichts. Man sollte auch Humor haben. Aber zu viel ist nicht gut. Nein, du beleidigst mich damit nicht. Ach ja. Erzählt mal, war das jetzt unnötig, was ich euch erzählt habe? Oder denkt ihr euch, ey, zum Glück hast du das erzählt, war nice, war cool. Servus, was geht, Uwe? Moin. Servus, Bro. Yalla, rein, Ome. Ihr seid denn noch da? Ray 121, was geht, Junge? Schreibt mal rein. Sagt ihr das, ey, nein, gut, dass du das erzählt, das war nicht unnötig, alles gut, oder? Sagt ihr, ey, musste nicht sein. Wie oft er mich Bruder genannt hat. Aisha, es tut mir leid. Es kommt aus Versehen, du weißt, was ich meine. Nee, war gut, was du erzählt hast. Dankeschön. Boah, ich muss gleich noch meine Kontaktlinsen rausmachen, ja. Was macht ihr hier? Bro, wir haben gerade ein bisschen Oma-TV gemacht. Und dann haben wir ein bisschen über ein paar Themen geredet. Ansonsten nix. Oh. Ansonsten nix. Sonst so, was geht bei dir, Uwe? Bist du neu auf dem Kanal? Bist du nicht neu auf dem Kanal? Hast du mich schon abonniert? Ey, brennen Kontaktlinsen? Bisschen. Wenn zu viel Licht zum Beispiel kommt, wie jetzt, bisschen. René Fit Army. Was für eine Army? Das ist in so einer Frischkeit. Geht, Bruder, brennt bisschen. Am Anfang ja, aber später nicht so krass. Nur wenn halt viel Licht die ganze Zeit drauf kommt, dann bisschen. Hau rein, Uwe, moin. Hä, moin? Was laber ich da? Okay, ich merke langsam, ich werde zu müde. So, Chat. So.
möchte eigentlich auch Kontaktlinsen. Meine Augen sind so klein ohne Brille, das steht mir nicht. Warum? Probier einfach mal aus. Irgendwann, du gewöhnst dich dran, vertrau mir. Aber das kostet viel Geld, Alter, die Scheiße. Guck mal, ich musste... man muss diese Beratungsgespräch machen, so unnötig, Dylan, ne? Weil da bezahlt man unnötig 40 Euro für so ein scheiß Beratungsgespräch, so unnötig, ne? Aber ich wollte unbedingt, weil ich schwimmen gehe und so, weißt du, und wenn ich die Brille abmache, dann sehe ich einfach nichts. Und ich war in letzter Zeit sehr oft schwimmen. Und auch Fußball spielen und so, und das stört, wenn ich Fußball spiele oder Basketball spiele oder so. Und mit Brille, weißt du. Bezahlst du einmalig 40 Euro für dieses Beratungsgespräch? Ich habe Tageskontaktlinsen, ne? Nach einem Tag laufen die ab. Eine Packung kostet 15 Euro. In einer Packung sind 30 Stück drin. Aber ich hole mir die nicht immer, ja. Ich mache die auch nicht immer dran, die Kontaktlinsen. Das heißt, ich gehe schon ein bisschen sparsam mit denen um. Tages, ja, eine Tages. Viel zu teuer. Ne? Ja, ich weiß, Monats ist besser, aber guck mal die dann. Ich bin letztens zu Fielmann gegangen, ich habe gesagt, ey, ich will Monatskontaktlinsen, ne? Dann haben die zu mir gesagt, ja, was für Kontaktlinsen hast du vorher? Ich so, Tageskontaktlinsen. Dann haben die zu mir gesagt, ja, zwischen Tageskontaktlinsen und Monatskontaktlinsen ist ein Unterschied. Und wenn du Monatskontaktlinsen haben willst, musst du dafür nochmal ein Beratungsgespräch machen. Das heißt nochmal 40 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, kein Bock, gib mal jetzt einfach Tageskontaktlinsen. Aber irgendwann mache ich das. So ein Scheiß, ne? Ich denke mir so, hä, ich weiß doch, wie man Kontaktlinsen dran macht. Warum brauche ich nochmal dieses Beratungsgespräch? Ja, weil sie hatten vorher Tageskontaktlinsen und diese Monatskontaktlinsen, die sind anders. So behindert, Wallah. Um wie viel los streamst du morgen? Boah, ich weiß gar nicht, Bro. Wallah, kann ich dir nicht sagen. Was labert die? Das Gespräch ist gleich. Wallah ist auch gleich, ich weiß selber. Aber die sind halt behindert, die wollen halt Geld machen. Dann dachte ich mir, sie kennen, wofür jetzt nochmal diese Beratungsgespräch? Sanki, ich weiß nicht, wie man die Raum macht. Oh. Ach ja. Sei mir ehrlich, dann war das Thema gerade ein bisschen interessant, was ich erzählt habe. Gib mir ein bisschen Motivation. Ich denke mir gerade, ich habe gerade irgendeine Scheiße gelabert. Ich habe ein bisschen zu viel geredet. Denke ich mir gerade. Ich hasse Optiker, ehrlich. Ja, was soll man machen? Wir sehen leider nichts ohne Optiker. Ohne Brillen. Wallah, meine Augen sind so mies kaputt. Minus 3,75 oder so habe ich, wallah. Wallah geil, ich sehe gerade, meine Cousine ist in Niederland. Niederland, also Holland. Niederland, wie ich das sagen. Okay, Chat, ich würde sagen. Ihr wisst schon, was das heißt. Lass wieder Oma kommen. Nur weil du wolltest kommen. Eigentlich, ich wollte jetzt. Ben, aber komm, wir machen noch ein bisschen hier. Wir gucken, was geht. Ich muss nur noch eine Arbeit schreiben und dann muss ich bis zu den Ferien keine mehr schreiben. Geil, Bruder, wallah geil. Komm, wir finden jetzt unsere Traumfrau. Hallo? Er lebt dieser Abziehen noch oder deiner Schweiß? Mika, ja, und der lebt noch. Hi. Ja, Mann. Nein, Mann, der lebt noch. Der lebt noch, Gott sei Dank. Der hat so ein bisschen Eli-Vibes, finde ich. Was für Vibe? Eli. Kennst du den Streamer? Eli Geller? Ja. Ich kenne den persönlich. Alter, ich höre, der sieht so ein bisschen aus. Wie so, ja? Der kleine Bruder. Das ist mein Cousin. Ja, ich glaube auch. Glaubst du mir nicht? Nee. Ja, wie soll ich das denn jetzt beweisen? Gar nicht. Mit dem Foto zusammen. Oh. Ja, wow, ganz ehrlich, der kann auch ein Fan sein und sagen, ey, Eli, können wir ein Foto machen?
Vielleicht habe ich auch Fans. Wer weiß. Vielleicht sind wir deine Fans. Vielleicht ist das gerade nur alles eine Simulation und es ist alles nur eine Illusion. Eigentlich sind wir jetzt auf Twitch und du bist Eli und du bist am Stream und wir sind in deinem Stream. Bist du zufällig gerade in meinem Livestream drin? Nein. Nein? Was trinkst du? Wie heißt du? Ich heiße Emre. Emre? Und auf Twitch, wie heißt du da? MO45. MO45, merkt ihr. Jetzt du den anguckst dann. Ich guck den. Ich supporte dich. Mit 2 Uhr. Nein, deine Freundin kann mich gerne aber auf YouTube abonnieren. Hat die gerade ihr Handy da? Ja, aber ich guck kein YouTube. Ja, aber meine YouTube-Videos guckst du ab jetzt. Ihr seid meine größten Fangirls jetzt. Das wüsste ich aber. Das wird Schotakoi, ist das etwa? Sebastian. Stopp mal, woher kommt der denn aus welcher Stadt? Sebastian. Wir kommen aus Bielefeld. Bielefeld. Aha. Ich wusste, dass die kommt aus NRW. Ich merke sowas. Ich sehe du sowas. Du merkst, das ist wahrscheinlich auch dieser spirituelle Vibe, ne? Ich merke es. Ich merke Leute, die aus Sachsen kommen, aus, keine Ahnung, aus Baden-Württemberg. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen. Aus Hessen. Aber du bist so ein dummer Scheiße. Ich wusste das. Soll ich mal was sagen? Er sagt, ihr kommt aus NRW. Ich merke, wenn Leute aus Sachsen, Niedersachsen kommen. Hören wir das mal zu. Deine Brille, die ist sympathisch. Danke. Bitte, ich trage auch eine Brille. Ich bekomme so viele Komplimente für die Brille. Ich trage auch eine Brille. Ich habe so eine ähnliche fast. Ja, Willst du mich mal mit Brille sehen? Ja. Ich sehe mit Brille aus wie ein Jurastudent. Zeig mal. Glaube ich sogar, ehrlich. Ah, ohne aber besser. Die ist zu eckig, du musst eine runde Brille tragen. So eine wie ich. Ja. Meinst du? Ja, auch nicht zu zeigen. So, wie groß seid ihr? Das würde mich einfach so interessieren. 1,63. Oi. Die ist noch kleiner, die ist irgendwie 1,56. Also dann müsst ihr bei mir ganz nach oben gucken. Wie groß bist du? 1,94. Ach, nicht schlimm. Stell dich mal hin, Alter. Kenn dich doch. Ey, bitte, ich hab jetzt keinen Bock auf Shit. The fuck, Junge? Du siehst aus, als wärst du eigentlich so 1,75 Meter so. Ja, Mann. Warum? Nur weil ich Türke bin? Ja. Genau, weil du Türke bist. Wäre ich Türke, wäre ich schwarz. Merhaba. Seni seviyorum. Boah, gebt euch mal diese Muskeln. Was sagt ihr dazu? Ja, Junge, warte. Maschallah. Halt mal mein Glas, Junge. Ich muss jetzt meine Muckis rausholen. Junge. Boah, geisteskrank. Junge, die ist Bodybuilderin. Hast du noch sowas Großes an dir? Hello. Wie deine Arme? Ja, das Glas. Ja. Nur das Glas? Junge, warum? Ich seh da zwei große Sachen an dir. Weißt du welche? Meine Augen. Deine Brillengläser. Die sehen ehrlich groß aus. Ansonsten, nein, so groß sind die gar nicht. Nein? So C, B, D, was denn? Was denn? Lustig. Chill doch mal, hab doch mal ein bisschen Humor. Was ist los mit euch? Das sind so Ziegentitten, weißt du? Was ist das? Das sind so Ziegendinger, so. Okay. Soll ich mal morgen nach Bielefeld... Geh doch nicht weiter, ich wollte die weiter ein bisschen verarschen. Er hat Fetisch auf Brille, glaube ich. Aber auf deine am meisten wieder. Nein, ich bin weitergegangen, ja. Hi. Hi. Hallo. Zieh mal deinen Top aus. Nein. Hallo. Hallo. Payel. Hä? Willst du Schenko mir verloren am Block, jeder will die Geld verdienen. Von Obst, deshalb Schenko mir verloren am Block, jeder will die Geld verdienen. Jederzeit bin bereit, für einen Bruder zu fallen. Stesserei, nachts um 2 und es endet mit 3. Hi. Hallo. Boah, euer Licht macht euch übertrieben sympathisch.
Dankeschön. Bitteschön, woher kommt ihr? Nee, das hört auf, du. Laber ich auch, woher denn? Sag du woher. Duisburg. Cool. Und ihr? Krefeld. Krefeld, da ist ja direkt hier. Krefeld, Düsseldorf, ja. Ist ja alles hier. Sehr stark, sehr stark. So, zeig mal auf die Uhr. Ist das okay, wenn ich so morgen um 13 Uhr los war? Ja, alles gut. Ja? Du musst mir nur einmal schreiben, wo ihr wohnt, okay? Machen wir. Ja, am besten auf Snapchat oder so. Okay. Ja, aber du musst mir nochmal dein Snapchat geben. Ich glaube, ich hab dich da nicht mehr. Oh nein, nein, chill mal. Das wollen wir ja nicht, weißt du. Du musst mir das einmal geben, damit ich dich ändern kann, weißt du? Und morgen zu dir kommen kann. Verstehst du? Wundervoll. Wie heißt du hier? Nicole? 25? Warum 25? Hat das so irgendeine Bedeutung? Ja, eigentlich wollte ich 08 machen, also 25.08. Aber es gab keine 0 mehr, also der Name wurde vergeben, da musste ich ein kleines O nehmen. Okay, und was steht da jetzt? Das ist für mein Geburtsdatum. Ach so, okay. Sehr stark, sehr stark. So, dann komme ich falls so morgen 13.14 los, okay? Wundervoll. Perfekt. Perfekt. Tschüss. Ciao. Hey, Digga, ja, hallo. Hallo. Okay, wir machen jetzt ein kleines Spiel. Ihr macht jetzt mit, okay? Okay. Okay. Ganz, nein, guck mal, ich schwöre das einfach. Alle denken das schwer und so. Solange ich keinen Mann mit Tanga sehe, ist das okay. Nein, keine Sorge. 2 plus 2. 4. Guck mal. Wenn 2 plus 2 4 ist, wie viel ist 4 plus 4? 8. Und somit eine gute Nacht. Hallo? Dieser Alice Sympathios, aber die sah auch irgendwie arrogant aus. Hallo. Morgen. Ja, extra ein bisschen Brust nach vorne, ein bisschen ausstrecken. Ich hab meine Hose hochgezogen, aber ja. Aber egal, wer hat, der kann, ne? Richtig. Und du hast und du kannst. Richtig. Richtig. Und ich gönne es dir. Das ist lieb. Die sind bestimmt perfekt in der Hand, oder? Mhm. Sollen wir was mal ausprobieren? Warum geht ihr weiter, ja? Hallo, ey, bleibt ihr wenigstens hier, okay? Okay. Geht nicht weiter. Okay. Woher kommt ihr? Aus Bayern. Du? Sehr stark, ich komme auch aus Bayern. Woher denn genau? Nee, München. Sehr stark. Sehr stark, sehr stark. Wie alt seid ihr? Ich bin 16. Und sie? Ich auch. Du auch? Sehr stark, ja. Sehr stark. Zeig mir, was du anhast. Noch nie. Was? Nicht. Zeig mal, was du anders. Was denken die sich? Hallo. Hallo? Ey, ich bin zu müde, Walla. Wenn ich zu müde bin, mir geht's gar nicht gut, Walla. Damit du Bescheid wirst. Ey, dein T-Shirt ist Killer, Bruder, Walla. Danke. Bitte, Bruder. Danke, aber das ist auch schon so ein bisschen Kanaken-T-Shirt, oder? Karl Kani? Ja. Es geht, Bruder, warum denn? Bist du Kanake? Nein, aber weißt du, mit dem T-Shirt werde ich oft angesprochen, ob ich Türke bin. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Was bist du für ein Landsmann? Albaner, okay. Dachte, ich wäre Türke? Nein, guck mal, ja doch, eigentlich schon. Kein Bock mit dir zu reden. Hi, ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Ist er vom Musti oder Sascha? Komm, Chalas, eine Perle noch. Hallo. Chalas, komm, eine machen wir noch. Eine trollen wir noch. Wieso sind die halb Walla? Frag mich nicht, die Lamm, bitte. Mir geht's nicht gut, ich bin zu müde, ich kacke ab. Guck mal, die schreien rum um die Uhrzeit, was ist los mit denen? Warum sind denn nicht so vernünftige Menschen hier so?
Juden. Hi. Warum ist sie weitergegangen? Jetzt verstehe ich nicht. Eigentlich kommt der Bilder. Assalamu alaikum. Wie geht's? Ich bin doch nett, ja. Ich bin doch nett. Ja. Hallo? Ich bin doch nett, ja. Ich bin doch nett. Ja, eben. Ja. Alaikum salam. Hallo. Salam alaikum. Zeig dein verstecktes salam. Talent. Mein verstecktes Talent ist in der Hose. Ja. Kann ich leider nicht zeigen. Was? Mein verstecktes Talent ist leider in der Hose. Ich kann es jetzt nicht auspacken. Ja, okay, dann halt's mal. Das schmeckt zu deinem köstlichen. Hallo. Hi. Deine Lippen, die sehen wunderschön aus. Danke. Bitte, woher kommst du? Luxemburg. Sehr schick. Das sind richtige Blasen, sag ich. Kannst du mal gut blasen? Ja. Ehrlich? Ja. Willst du mal bei mir machen? Ja, komm nach Luxemburg. Ich schwöre, du machst? Ja. Gib mir mal dein Snapchat. Schick mal ein paar Nudes. Okay. Lach nicht, mein das ernst. Schick mal jetzt. Nö. Was nö? Nee. Schick mal jetzt. Guck mal, auf die Uhr ist schon Zeit. 1.23 Uhr. Was ist los mit dir? Schick mal jetzt. Ey, mir geht's gar nicht gut. Verzeih mir, aber egal. Ich merke, du hast Humor. Ja, klar. Jetzt schreib mal rein da. Nö. Was nö? Schreib doch jetzt einfach rein. Diskutiere. Wir sehen uns ja eh nie wieder. Okay. Ja, schreib rein. Nö. Schreib doch rein, am Monaco-Dum. Was bist du für eine Landsfrau? Italienerin. Italienerin. Sehr stark. Erzähl mal, was kannst du gut? Du hast doch bestimmt irgendwelche Stärken, oder? Nee. Doch, hast du doch. Ich sehe das. Aber ich will es von dir hören. Erzähl mal deine Schwächen und Stärken. Ich erzähl mal jetzt. Nö. Like, erzähl! Nein! Boah, bist du anstrengend. Ich weiß. Du hast Bock, ne? Mhm. Ich merk schon. Was hast du genommen? Boah, ich hab ein bisschen Grünes, ein bisschen Weißes, ein bisschen Blaues. Wasser ist und so, weißt du? Mhm. Beste Farbe ist aber Weiß. Mhm. Zitrone, ich schwöre, geil, Walla. Glaubst du mir nicht, soll ich ein Wasser jetzt holen gehen? Ich ja. Hab keinen Bock jetzt aufstehen, ich schwöre, gib mir dein Snap, ich schick dir Video. Nein. Ich kack ab, ey. Okay. Egal, ich wünsche noch was Schönes, ne? Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Digga, die Arme, ich hab die bedrängt, Digga, ja. Egal, wenigstens hat die meinen Humor verstanden. Die hätten natürlich das nicht ernst gemeint, was ich hier sage und mache, ne? Damit du Bescheid wirst. Denk dir ehrlich, ich nehme jetzt die Snapchat und frag nach Dingen zu wischen. Oh mein Gott, ich bin weitergegangen. Ah, mein Kopf! Ah, warte, mein Kopf, oh mein Gott. Ah, ich schwöre, mein Kopf. Ah! Ah, warte, ich hab mir wehgetan. Kannst du deinen Kopf voll mit dem Metallteil, Digga. Nicht aus wie Jesus. Ah, Wallah, ich hab mir wehgetan. Einfach Headshot. Nein, komm, ich hab. Ey. Ey, Jungs. Ja? Nimm mir das nicht böse, ich schwöre, ihr seht beide ein bisschen gay aus, Digga. Wir sind beide gay. Hä, wollen wir uns küssen? Nein, ich schwöre. Gib euch mal einen Kuss auf den Mund, ich schwöre. Ich bin nicht. Jungs, ich dachte für einen kurzen Moment. Ey, yo! Hallo? Hallo? Sie kennen nur... Boah, ich wollte gerade sagen, nur Schwänze hier und dann kamst du. Ach so, okay. Nur Typen hier. Ist doch so.
Ich dachte, das kommt drauf an, wie man einstellt. Ich kann ja nicht auf Frauen einstellen. Ach so, okay. Ja. Woher kommst du? Stuttgart, du. Oh, ich komme aus NRW. Und wie ist Stuttgart so? Ich finde Stuttgart cool. Ehrlich? Ja. Schon. Würdest du mal gerne nach NRW kommen? Wo nach NRW? Nach, tut mir leid, nach Düsseldorf. Düsseldorf soll schön sein. Komm nach Düsseldorf, wir chillen ein bisschen bei mir. Safe. Ich komm dich abholen. Aus Stuttgart holst du mich ab? Ich fahre einen Mercedes, ich bin in einer Stunde da. Ach so. Ich kann selber Auto fahren, danke. Ehrlich? Ja. Aber das ist bestimmt nicht so ein schnelles wie meins. Ich brauche kein schnelles Auto, mein Auto reicht mir. Sicher? Mhm. Ist 3 Minuten gut für dich? Was, 3 Minuten? Sag mal eine Zahl zwischen 1 bis 20. 16. Sehr gut. Sehr gut. Warum 16? Weiß ich nicht. Wollte jetzt 16 sagen. Warum nicht 18? 18 ist doch auch gut, oder nicht? 18 ist besch... Ich finde die Zahl 18 schön einfach. Okay, alles klar. Ich finde die besser als 16. Okay. Wie groß bist du? Wie groß ich bin? Mhm. 1,65. Boah. Bist ja klein. Hä, ich finde, ich bin okay von der Größe. Es geht. Bei mir musst du trotzdem noch umgucken, hoffentlich. Achso, okay. Ich bin überdurchschnittlich groß. Das heißt? 1,96. Oh, das ist schon ein bisschen arg groß. Mhm. Das ist ein bisschen zu groß, ne? Schon. Egal, noch besser. Habe ich keine Probleme mit Frauen. Das stimmt. Mhm. Brauche ich mir keinen Kopf machen, wie groß die sind. Stimmt. Besser als 1,70 sein, oder? Schon. Ziehen nicht mehr größere Männer an? Größe ist mir nicht so wichtig. Ehrlich? Ja. Boah, das höre ich jetzt zum ersten Mal, wenn ich ehrlich bin. Ich soll schon ein bisschen größer sein als ich, aber... So ungefähr so. Mindestgröße, sagen wir mal. 1,75? Ist in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Ja? Ja. Ich merke schon, du hast nicht so viele Voraussetzungen. Das ist gut, ist gut. Ist gut. Sind das deine Wimpern oder klebt? Nein, die sind geklebt. Wann machst du die ab? Wann? Hm. Soll ich jetzt abmachen? Mach mal ab. Okay, warte. So. Und wo klebst du die jetzt hin? Ich klebe die auf meine Fernbedienung. Warum? Ich hatte mal mit einer Kontakt, die hat ihre Wimpern an ihre Wand geklebt. An ihre Wand? An ihrer Wand, neben ihr Bett. Ich so, Mädchen, bist du krank? Die sagt ja. Nein, an die Wand würde ich es jetzt nicht kleben. Jetzt fühle ich mich so nackt. Nein, brauchst du nicht. Du siehst gut aus. Dankeschön. Bitteschön, bitteschön. Deine Haare, die haben was, die haben was. Das sieht besonders aus. Das sieht nicht so nach 15 aus. Ach so, okay, danke. Bitte sehr, bitte sehr. Was bist du? Bist du Deutsche? Ich bin Deutsche, ja. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hast du, und ja. Und wie geht's deinen Freunden so, mit denen, die mithören, so? Ich bin gerade alleine. Das ist so eine Lüge. Ich bin gerade ehrlich alleine. Ich schwöre, ich bin gerade alleine. Dass niemand mithört und niemand mit dir redet. Dass niemand mithört und mit mir mitredet. Ach so, okay. Mhm. Warum denn? Uff, ich glaub das dir irgendwie nicht. Hörst du jemanden hier? Nein, ich höre niemanden, aber so vom Gefühl her. Soll ich dir meinen Raum zeigen? Nein, ich meinte nicht im Raum, sondern es über deine Hörer. Soll ich dir über die Hörer zeigen, ob jemand mithört? Ja. Kann ich leider nicht. Habe ich mir schon gedacht. Erzähl mal, was kannst du besonders gut? Was ich besonders gut kann? Ich habe leider mein Talent noch nicht gefunden. Ehrlich? Ja, ehrlich. Meinst du kannst dein Talent mit mir zusammenfinden? meinst du, das geht? Weiß ich nicht. Was ist deine Lieblingszahl? 16?
Nein. Ach so, aber meine eine Zahl zwischen 1 bis 20, 16 hast du gesagt, ne? Ja. Okay. Meine Lieblingszahl ist 7. Sie 7? Ja. Okay. Meine Lieblingszahl ist 4. Warum 4? Warum lachst du? Guck, ich finde 4, ich find 4 voll schön. Okay. Traumzahl ist 20. Ach so. 20 ist eine geisteskranke geile Zahl. Würde ich auch sagen. Würdest du auch sagen? Safe, ja. Ja, ne? Mhm. Aber Zahl hat auch nicht immer was zu bedeuten. Stell dir mal vor, warte mal, wie alt bist du? Ich bin 19. 19, sehr schön. Ich bin auch 19. Stell dir mal vor, Menschen hätten Zahlen nicht erfunden. Wir wüssten nicht, wie alt wir wären. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, es gibt keine Zahlen. Ja, und dann? Und dann? Was würden wir sagen? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich bin gerade behindert. Ist das gerade 2 Uhr nachts? Ich weiß nicht, was ich schlafe. Ich glaub dir irgendwie nicht, dass du alleine bist. Das ist so mein Problem. Okay, aber was soll ich machen? Soll ich mich nackt ausziehen, damit du mir glaubst? Bitte, nee, sag mir. Ich weiß nicht, aber du lachst so die ganze Zeit, als ob irgendjemand mithört. Deswegen. Ich bin gerade einfach nur behindert drauf. Ach so, okay. Soll ich meine Nummer geben? Sollen wir telefonieren? Ich glaub dir, wenn du sagst. Alles gut. Nein, wenn du willst, ich gebe dir jetzt meine Nummer, dann machen wir jetzt FaceTime. Und ich leg mich rein in mein Bett, okay? Was macht das für einen Unterschied zu jetzt? Ja, dann hast du da eine Bestätigung. Dass du alleine bist, oder was? Dass ich alleine bin. Ach so, okay. Mhm. Mhm. Ja. Erzähl mal, was hast du für Schwächen? Schwächen? Mhm. Inwiefern? Schwächen irgendwas? Was ich nicht gut kann, was oder? Was du nicht gut kannst. Außer jetzt Blasen und so alles. Ich bin eine Zicke. Du bist eine Zicke? Ja, schon. Aber du siehst ungeschminkt sehr hübsch aus. Ich kann deine Komplimente irgendwie nicht ernst nehmen. Warum kann niemand meine Komplimente ernst nehmen? Ich sag letztens zu einem Mädchen, du siehst schön aus mit offenen Haaren, die sagt zu mir, halt die Fresse. Okay, das ist schon mies. Das ist aber ein persönliches Problem dann. Meinst du, die hat ein persönliches Problem? Ja, schon. Ich hab mit der aber Kontakt abbekommen. Ich hab so verpiss dich und so. Hab ich richtig gemacht, ne? Die Arme. Scheiß auf die, ich kann mir einen blasen. Oh, wie gemein du bist, ey. Du bist auch eine Zicke, oder wie sieht's aus? Nee. Ich glaub schon. Ich setz nur klar meine Statements. Ach so. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Wir haben 1 Uhr. Wie viel haben wir? 1.35 Uhr. Ich muss doch gleich meine Kontaktlinsen rausmachen, ey. Was musst du rausmachen? Meine Kontaktlinsen. Achso. Mhm. Ey, du kannst auch eine Sache aussuchen, ne? Ja. Entweder du gehst zurück in die Vergangenheit, änderst eine Sache, oder du gehst vor in die Zukunft und siehst alles. Was machst du? Boah. Ich gehe in die Zukunft. In die Zukunft? Ja. Sehr schön. Warum nicht in die Vergangenheit? Weil ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und deswegen will ich nichts ändern, sondern ich will lieber gucken, was auf mich zukommt. Sehr wichtig und richtige Antwort. Das würde ich auch machen. Ich würde auch gucken, was auf mich zukommt. Ist wichtig. Das ist wichtig und richtig. Ne? Ja, woher kamst du nochmal? Land oder Stadt? Stadt. Stuttgart. Stuttgart. Oh. Tut mir leid. Alles gut. Ach ja, ich kam ja aus NRW, stimmt ja. Wo kommst du nochmal aus NRW? Düsseldorf. Düsseldorf, okay. Ja. Ich kack ab, ich kann nicht mal. Was machen wir jetzt? Lass mal irgendwas machen. Was willst du machen? Sollen wir Uno spielen? Willst du Uno spielen? Sollen wir Akinator spielen? Was willst du spielen? Kennst du Akinator? Kenn ich nicht. Guck mal, ich erkläre dir das. Wir spielen das jetzt, okay?
Ich lade mir das kurz auf mein Handy runter, okay? Okay. So. Du denkst an eine Person dann, okay? Und ich stelle die Fragen. Und, ich glaube, ich das. Und, okay. Okay? Ja. Guck mal, ich bin ein sehr netter Mensch, merkst du, oder? Ja. Mit mir kann man wirklich sehr viel Spaß haben. Aber ich merke auch sofort bei dir, du bist auch eine nette Person. Bleib so, wie du bist, bitte. Ändere dich für niemanden. Sehr wichtig. Und bleib immer positiv, egal was ist. Auch wenn du mal schlechte Tage hast. Versuch aus den schlechten Tagen gute Tage zu machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ist schwer. Versuch immer über Wasser zu bleiben, egal was ist. Bleib immer motiviert, scheißegal, okay? Hör nicht auf andere Menschen. Du bist besonders, du bist einzigartig, okay? Okay? Du darfst nicht auf andere hören. Du musst dein Ding durchziehen, okay? Du bist auf niemanden angewiesen. Ich auf niemanden. Okay? Du redest mit jemand anderem. Hm? Du redest mit irgendjemand anderem. Sparkasse? Was? Hast du gerade Sparkasse gesagt? Nein, du redest mit jemand anderem. Ach, hast du Montag wieder Berufsschule oder was? Nein. Ich mach nur Spaß, du Idiot. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen geflaxt, es tut mir leid. Okay, guck mal, denk an eine Person, an eine berühmte Person. Okay? Warte, stopp mal, ich muss nachdenken. Und wenn ich denke, ja, jetzt denk nach. Los. Ja, stopp mal, warte ganz kurz. Oh. An irgendeinen Schauspieler oder Fußballer oder dein Crush. Hast du einen Crush? Auf mich. Dein Spaß. Oder? Erzähl mal, auf was für Typen stehst du? Das würde mich jetzt interessieren. Ich habe keinen Typ. Ein Typ, so. Es kommt, wie es kommt. Die Liebe, die kann man sich nicht ausruhen. Es kommt, wie es kommt. Ja. Man baut automatisch Gefühle aus. Man merkt es gar nicht. Man merkt es gar nicht. Man merkt es abends in seinem Bett, wenn man schlafen geht. Dann macht man sich so ganz kurz Gedanken und denkt sich, ey, so, die Person. Ist schön. Würde ich auch so sagen. Okay, hast du denn jetzt mittlerweile eine Person ausgesucht? Warte ganz kurz. Ich muss kurz. Für dich warte ich jahrelang. Wie bitte? Achso, okay. Was? Habe ich was gesagt? Nee, ich habe mich, glaube ich, verhört. Ich habe da irgendjemanden reden gerade gehört. Ich weiß nicht, ja. Ich habe jemanden. Okay, ich stelle dir jetzt Fragen. Ja. So, guck. Das ist Akinator. Die erste Frage ist, komm, ist deine Figur weiblich? Ja. Okay. Hast du deine Figur schon mal getroffen? Nein. Nein. Hat deine Figur blondes Haar? Ja. Ja. Ist deine Figur mit jemandem zusammen? Ja. Ja. Warte, mein Ohr kratzt. Boah, mein Ohr, oh mein Gott. Keine Sorge, meine Ohren, die sind sauber, also. Ich denke nicht. Okay. Hat deine Figur ein Pferd? Ich schwöre, die Frage steht da. Ich schwöre auf alles. Nein, ich glaube, die hat kein Pferd. Okay. Sollen wir... Okay, wir geben ein Nein. Ist deine Figur durch TikTok bekannt geworden? Nein. Nein. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Nein. Nein. Ist deine Figur YouTuberin? Ja. Hat deine Figur Kinder? Ja. Hat deine Figur einen Freund namens Julian? Die sind doch aber gar nicht mehr zusammen. Ja, jetzt weiß ich schon, wen du meinst, du Opfer. In der Sage. Boah, egal. Mal gucken, ob der das dann eh redet, okay? Ja. Wir geben einfach an, wahrscheinlich. Hat deine Figur sich von ihrem Partner getrennt? Ja oder nein? Okay. Hat deine Figur etwas mit Bibis Beauty Palace zu tun? Ja. Spielt deine Figur im Pornos? Nein. Guck, was da steht. Da steht Bibis Beauty Palace. Digga, bitte. Fokussier doch. Du kleiner Bastard, aber da steht Bibis Beauty Palace. Einfach richtig. Einfach richtig. Okay. Jetzt denkt man noch an jemanden. Mhm.
Okay. Hast du jemanden? Ja. Warte mal, ja. Was für Tiere? Ich will keine Tiere erraten. Okay. Spielen. Lass deine Kinder spielen. Möchtest du den Jugendschutzfilter aktivieren? Nein, möchte ich nicht. Ist deine Figur männlich? Nein. Boah, schon wieder Frauen hier. Ist deine Figur durch das Internet bekannt geworden? Nein. Nein. Stammt deine Figur aus deiner Familie? Nein. Ist deine Figur über 21 Jahre alt? Ja. Ist deine Figur in der Politik? Ja. Mein Gott. Hat deine Figur grüne Augen? Weiß ich nicht. Angela Merkel? Ja. Digga, ich schwöre auf alles, guck. Richtig gut. Krass. Ey, Akinator, der ist zu schlau hier, der Pasalacke. Mhm. Okay, jetzt denk mal an so schwierige Leute. Was ist denn schwierig? Ja, keine, was soll ich dir sagen? Ich kann dir das ja nicht sagen. Komm, an irgendeine Person. Noch eine. Aber eine, an eine männliche Person. Eine männliche. Es geht um Pornodarsteller oder so. Ich bin kein Typ, dass ich irgendwelche. Ich auch nicht. Safe nicht. Komm, ich. Hä, natürlich nicht! Was soll das? Was ist das für eine Aussage? Heißt es jetzt, ich guck Pornos oder was? Ich hab noch nie in mein Leben geguckt. Werde ich auch nie. Ja. Yeah. Ich bin auch noch Jungfrau. Ja, glaube ich. Irgendwie nicht, aber. Yeah. Ich bin ehrlich, Jungfrau. Hast du mittlerweile eine Person? Nein, weil ich gerade hier mit dir gespielt habe. Ich mach dich, glaube ich, gerade nervös, oder? Nein, machst du nicht. Nein? Ich bin ganz gelassen. Ehrlich? Ja. Auch wenn du schlafen gehst im Bett? Immer. Immer. Boah, in meine Augen. Guck in meine Augen. Siehst du diesen Schmerz in meinen Augen? Ja, auf jeden Fall. Ja. So, also, wenn ich auch auf die Uhr gucke, es wird auch langsam so Zeit eigentlich. Zum Schlafen? Nein. Also schlafen gleich, aber bevor wir schlafen gehen. Also, hier gibt es ja so eine Chat-Funktion, ne? Und da würdest du dann einmal dein Instagram reinschreiben, dann gibt es da so eine Folgenfunktion oder so. Und dann kann man da so Anfragen schicken, weißt du? Ach so, wirklich? Ehrlich, ja. Nee, warte, ich versuch's mal. Lass uns das mal versuchen, ey. Ich hoffe, das klappt. Die Funktion ist jetzt irgendwie vor kurzem rausgekommen. Ich weiß auch nicht, also. Sag mal. Ich probiere das einfach mal aus. Ich hoffe, da kommt irgendwas an. Okay? Da gibt's doch so eine Zurückfolgenfunktion, müsste da sein, weißt du? Da kann man dann irgendwie drauf tippen oder so und zurückfolgen. Ich glaube, ja. Das ist die Funktion, oder? Ja, genau. Ist richtig? Das ist richtig. Guck mal, funktioniert doch perfekt. Steht jetzt angefragt, das sieht doch richtig aus. Ne? Würde ich auch direkt zurückfragen. Bestätige. Weil, ne, sympathischen Menschen, also die. Also, ich mag sympathische Menschen, weißt du? Ach so, okay. Und dazu zähle ich dich auch. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Okay. Alles klar, Lana, dann. Würde ich sagen, ist es so langsam Bettzeit? Würde ich auch sagen, weil ich muss morgen arbeiten. Du musst morgen arbeiten. Spielen wir morgen weiter? Ja. Okay. Gute Nacht. Gute Nacht. Dankeschön. Das ist der Abschluss. Die war sehr sympathisch gewesen. Allah! Oh mein Gott! Spielt mit seinem Wimpern, wer ist auch im Chat? Ja, die sympathisch, sei ehrlich, die waren wie sympathisch, weil ich schwöre auf alles übertrieben. Voll entspannt und korrekt gechillt drauf.
Öh, Mami, ist langweilig. Dylan, komm, wir gehen jetzt schlafen. Boah, ich merke, wie Durst ich hab, oha. Dylan, wir gehen jetzt schlafen, weil eigentlich voll gerade schlafen, aber ich bin nur extra für dich geblieben. Extra für dich. Weil Menschen, die ich mag, für die tue ich sehr gerne was. Und ich mag dich und für dich tue ich auch sehr gerne Dinge. Nein, nicht schlafen. Doch, doch, wir gehen nicht schlafen. Zartabak, Zartgelde. Ach ja, du fängst ja bald Ausbildung an. 1. August immer. Und das habe ich von dir gelernt. Dieses Zeichen mit 3. Weißt du noch, als wir damals geschrieben haben, du hast mir dann geschrieben, E-Ray, genau mit diesem Zeichen, Smiley und so. Und dann ist so Bunne am Monaco. Weißt du noch? Ich habe sogar unser Chat letztens angeguckt, da habe ich das noch gelesen. Ist so, was ist das am Monaco? Und dann du so, boah, das bedeutet Herz. Oder irgendwie so, irgendwas hast du geschrieben. Ja, wie schnell die Zeit vergeht, ja, Wallah. Ein Monat einfach 18, ja. Ich küsse dein Herz, Geige. Bester Mann, Digga. Die ganze Zeit auch noch drin gewesen. Ich küsse deine Augen. Warte mal, ja. Du hast eine Nachricht erhalten. Von wem denn? Von Denzu. Ach ja, zeig mal. Heute, ich war auf T. Warte, hast du meine Nummer noch? Wallah, Dylan, ich guck mal. Oh mein Gott, ich hab deine Nummer noch. Oha. Eigentlich dachte ich, ich hab die gelöscht. Jetzt nicht wegen dir oder so, sondern weil du einen Freund hattest und so, weißt du, weil. Ja, weißt du, deswegen. Bio, beste Fach. Du gehst eigentlich auch auf deinem anderen Account live. Boah, Aisha, kann man eigentlich irgendwann mal wieder machen, so. Da werden bestimmt schon einige reinkommen, ja. Ich hab deine Nummer noch, Dylan, krass. War noch voll gut, ja? Also was heißt voll gut? Aber du Spaß, du hast mich, glaube ich, blockiert. Du hast kein Profil mit drin. Ich habe gelöscht, das tut mir leid. Ach, du hast mich da nicht eingespeichert, Mann. Was für Leid tun? Ach, alles gut. Was, ja, ne, ich erwarte nichts oder so, also du hast einen Freund. Alles gut, ich bin da doch nicht böse. Nein, Silim. Ach, Bär, bedeutet ich dir so wenig? Nein, Spaß, alles gut. Alles gut, Bär. Einfach mal jetzt anrufen. Mann, Alter, ich geh nicht schlafen. Boah, Dylan, doch. Ich kacke ab, Wallah. Ich muss meine Kontaktlinsen auch noch gleich rausmachen. Mir wird langweilig, wirklich. Wallah, das freut mich zu hören. Aber ich schwöre, ich bin übertrieben wieder, Wallah. Ich komme morgen wieder live, dann können wir morgen ein bisschen wieder chillen. Tamam. Ja, Wallah, diese Live, ne? Es tut mir einfach so gut, ich schwöre auf alles. Ich bin einfach abgelenkt von alles. Von alles, was mir nicht gut tut. In live gehen und die Zeit vertreiben mit den richtigen und den wichtigen Menschen. Das ist der Shit. Wie ich und Aisha dich zwingen.
Ah, ich habe mich so heute zu gezwungen, live zu kommen, weil eigentlich ich wollte nicht. Aber die war so süß, dann wollte ich sie nicht enttäuschen. Dann dachte ich mir ehrlich, ey, komm. Mach keinen Scheiß. Warum meinte ich? Aha. Ja, ich kann dich schreiben auf Französisch, ich frage ja ab und zu schon, ja. Ach, ich kann nachts nicht schlafen. Was kann man dagegen dann machen? Außer dass ich live bleibe. Ich überlege, mir fällt aber gerade irgendwie nichts ein. Fällt dir was ein? Mich K.O. schlagen. Soll ich dich K.O. schlagen? Aber dafür muss ich dann jetzt auch irgendwie kommen. Fährt da noch ein Bus hin? Muss dann vor die Haustür aber kommen, ja? Du hast Langeweile. Was kann man machen? Leg dich auf deine Couch und schlaf ein. Es ist dunkel, aber du hast auch noch Angst. Boah, Dylan, die muss doch, denk doch mal nach, was können wir jetzt machen? Gott, du willst, dass ich sage. Hä, wie kommst du drauf? Wie kommst du drauf jetzt? Also, ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe deine Stimme nicht vermisst. Das wäre eine Lüge. Ach so, damit meinst du mich? Ah, wie süß. Dankeschön, Dankeschön. Du bist auch sehr süß. Herr, was macht eine Flasche hinter mir? Abo. Ich hatte gerade Schock. Einfach eine Flasche ist hinter mir. Wallah, wie gruselig. Arıcan. Arayabilirsem. Ararım. Wie die Flasche. Wallah, guck mal. Die sitzt da einfach, meine Flasche. Die sitzt da einfach. Wallah, ich finde das gerade gruselig, ich schwöre. Als ob der mir die ganze Zeit zuguckt. Der sagt mir, der flüstert mir gerade auch zu, ey Bruder, bitte stream da noch und so, bleib mal live und so. Ich schwöre, die Sitze, Walla Billa, die Sitze. Ui, das ist die Flasche. Wir dürfen nicht die Lehrer von unseren Blödern vergessen. Biolehrer vergessen. Bro, ich habe Bio damals gemocht, ja? Nein, Bio habe ich gehasst, ich habe Chemie gemocht. Dilan bak bir mesaj geldi mi sana? Eins fünf am Ende ist deine Nummer, değil mi? Dilan. Oder? Am Ende schreibst du dich der anderen, Dilan.
Ich bin nachts allein. Ich kann nicht schlafen. Sie sagt. Wie ging das Lied nochmal? Boah, ich muss das Lied jetzt einmal hören. Ich muss das jetzt einmal anmachen. Wartet mal, wartet mal. Was für Vollbild? Nein, bitte kein Vollbild. Wartet, wartet. Nein, jetzt habe ich die falsche Seite gelöscht. Bitte, Bruder, mach doch keinen Scheiß. Okay, perfekt. Zack. Nein, was für Filter, Mann. Boah, ich brauche 2 Jahre. Da bin ich wieder. Ey, ja, jetzt die Kamera war schon. Beste Leben. Okay, Chat, ich beende dann jetzt den Live. Ich küsse eure Herzen an alle, die drin waren. Dankeschön. Passt euch auf. Abo, warte. Das brauche ich jetzt. Zack. Nein. Jetzt habe ich die falsche Seite gelöscht, Mann. Ja, tschüss.